Hast du so ein kleines Intro, was du jetzt machst? So, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Heute habe ich einen Gast eingeladen. Und so die Richtung? Ja. Nee. Nee? So eine typische Stand-up-Anmoderation, von wegen, ja, hier ist er. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist, ich würde schon fast sagen, Freund. Ja. Fast. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ja. Ja. Aber ja, schon viele tolle Auftritte miteinander erlebt. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Das ist ja eigentlich wie so bei Mixed-Shows in Deutschland. Genau, Mixed-Shows. Ich habe dich noch nie mal gesehen. Nein, nie. Jetzt kommt einer. Ganz ein guter Freund von mir. Ja, ich bin großer Fan seiner Comedy. Voll, wirklich, ohne Scheiß. Aber ich mache noch kurz einen Klatscher und dann geht's los. Ja. Bam! Bam! Bist du gut drauf? Ich bin richtig gut drauf. Bist du gut drauf? Ich bin sehr gut drauf. Das ist gut. Storbi, mein Lieber. Ja, Joel, mein Lieber. Wir haben uns, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ist noch nicht so lange her. 2 Wochen. Ja, irgendwie ich weiß nicht, ich war so lange in der Schweiz jetzt wieder, also vor 2 Wochen und dann letzte Woche nochmal. Da war ich mit Charles, habe ich gespielt, in der Schweiz. Ah, da warst du in St. Gallen, ja. Ne? Ja. Und da möchte ich nicht sagen, dass man sagt immer so, in der Schweiz sieht da teilweise irgendwie alles gleich aus, aber er hat das beste Beispiel dafür, ich weiß nicht, ob das dir erzählt hat, aber wir waren so, es hat alles geschneit, klar, typisch in der Schweiz, ne? Und da hat er gemeint so, ey, pass auf, ich mach kurz mein Auto sauber vom Schnee, ja. Und dann meinte er, die Isabel, steig schon mal ins Auto, ich fahre dich gleich zum Bahnhof. Und er redete und macht das Auto sauber. Und irgendwann geht die Tür von einem Nachbarauto auf und die Isabel, hä, wo bist du? Und er so, hey, ich hab das falsche Auto sauber gemacht! Gut, also, das ist auch eine, ich glaube, ziemlich typische Charles-Geschichte. Ach, so liegt, das, liegt das, kann, ihm, das kann aber, schon ey, das nur ihm so, passieren. Das war so geil, weil das Auto war richtig, er macht die Felgen und hinten und vorne und redete. Und, dann, und irgendjemand kam raus und freute sich mega, dass sein Auto Also, perfekt, und danke für den Putz. Ja, und als sie da rumstanden, so, nein, das da hinten ist dein Auto. Nein, das da hinten ist dein Auto. Ja, war lustig. Ah, geil. Guter Junge. Wir hatten gerade vorhin, haben wir kurz geredet, du hast mich erinnert an den RTL Comedy Grand Prix. Du hast mitgemacht 2018, glaube ich, ja. Das weißt du natürlich, weil du das Jahr davor gewonnen hast. Genau, und ich war dann im Publikum als Vorjahressieger und dann haben wir kurz über deinen Auftritt geredet. Nee, wir haben uns nicht mal gesehen, oder? Nee, wir haben jetzt gerade über den Auftritt geredet. Ja. Also weil dort haben wir uns nicht gesehen. Da haben wir uns nicht gesehen, weil gab noch eine Aftershow-Party. Bist du direkt gegangen oder was? Warum? Verstehe ich gar nicht. War doch, lief doch gut. Lief doch gut. Ich weiß nicht, als wie viel da musst du von der Bühne, weißt du das noch? Weil das war das Einzige, wovor ich Angst hatte im Jahr davor, auch wenn ich gewonnen habe. Yeah. Ich dachte, mir ist egal, wie ich abschneide, ich möchte nur nicht als erstes von der Bühne. Die sagen zwar dann immer, Leute, es ist völlig egal, wer als erstes von der Bühne aber das heißt nichts, aber trotzdem hast du, ich habe es im Jahr davor im Fernsehen geguckt und dachte so, der Erste, der rausgegangen ist, das ist der Letzte. Trotzdem, oder? Trotzdem denkt man so, er ist der Deshalb Letzte. Super, dass ich Zweiter war. Ach, Zweiter? Ja, okay. Ich glaube, Falk war Erster. Falk muss als Erster von der Bühne? Ja. Mein guter Freund Falk? Ja. Ah, das tut mir leid. Ja. Aber mit dem habe ich auf jeden Fall ordentlich danach noch was getrunken. Du warst weg anscheinend. Ja, weil, Ich habe ja fast auf die Bühne gekotzt. Aber du hast wirklich fast auf die Bühne gekotzt, weil ich meine gerade zu dir, wo hast du das Publikum verloren? Und dann haben wir überlegt, ja, fürs Publikum verlieren muss man sie erstmal gehabt haben. Aber was war denn da nochmal? Du hast irgendwas mit dem Bachelor gemacht und sowas und das ging noch, das war eigentlich noch ganz lustig und dann irgendwas? Nee, also es war wirklich, vom Auftritt weiß ich nichts mehr. Ich habe ihn noch nie geguckt. Oh ja, das kenne ich, wenn man so Auftritte, die in einem Fernsehen sind und nicht mal anguckt, dann weißt du, das war nichts. Genau. Ne? Ich glaube, der war okay. Gut. Ja. Aber der war halt nicht so gut, wie er hätte sein können. Ja. Yeah. Weil ich war, ohne Scheiß, irgendwie, ich glaube so 20 Minuten vor Auftritt. Und ich hab nicht so Nervositätsdinge und so. Deshalb, nee, hast du gar nicht so. Nee. Immer wenn ich dich sehe, bist du eigentlich ganz entspannt. Ne? Deshalb wusste ich, es kann nicht die Nervosität sein. Es kann vielleicht der viele Kaffee sein, aber war es irgendwie auch nicht. Ich hatte ziemlich einfach so grundsätzlich mal. Oder deutsches Catering. Genau. Ziemlich schwer Bauchbeschwerden. Hast du das Bauchweh gehabt? Ja? Ja. Und dann hieß es noch, mach's doch wie der Storb letztes Jahr. Der hat auch gekotzt und dann gewonnen. Ja, aber ich habe vorher gekotzt und nicht auf die Bühne gekotzt. Das war der kleine, aber feine Unterschied, hätten sie dir vielleicht noch sagen müssen. Aber was, der Storb hat auch gekotzt? Ja gut, dann gehe ich jetzt drauf. Leute, hier, ich bin's. Ja, kennt ihr das? Nee. Und ich war schon ein bisschen irritiert bei der Probe wegen Olli Geissen.
Ja, gut, das liegt an Olli Geissen, ja. Weil, ja. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber also ist jetzt nicht der motivierteste bei so einer Probe. Ja, ne? Das ist natürlich ein Typ, der moderiert sich einfach runter, wie halt. Der kommt halt an dem Tag, kommt er so in der kommt so an dem Tag ins Gebäude und sagt sich, heute ist RTL Comedy Grand Prix. Heute ist RTL-Chartshow Grand Prix, Jahresrückblick. So, und dann hat er immer das von vergessen. Und es ist halt immer blöde, wenn man muss sagen, Entschuldigung, es ist von Mutzenbecher, aber es ist halt trotzdem mein Name. Also, weißt du? Aber hat er immer so bei der Probe, hat er immer so gesagt, ja, hier ist Joel Mutzenbecher. Das mussten sie nochmal nachsynchronisieren. Eben. Und dann sagt er irgendwann so bei der Probe, ja, alles gut. Und ich so, ja, es wäre Joel von Mutzenbecher. Und er so, ja, steht ja auch hier. Guckt auf seiner Karte. Richtig, ja. Richtig. Ja. Ich so, danke, dass du mir recht gibst. So, und deshalb war ich ein bisschen irritiert. Dann hatte ich richtig, richtig, wie sagst du, Bauchi? Bauchi. Ja, richtig Bauchi. Ja. Und zwar so, dass dann ziemlich genau 10 Minuten vor meinem Auftritt wurde mir dann so richtig übel. Aber so richtig. Vielleicht warst du auch einfach mal wirklich nervös. Also ich glaube, ich nicht öfters. Also vielleicht hast du das einfach mal so wie der normale Comedian. Also ein Fisch am Abend davor und, nicht am Abend, ich weiß nicht mehr wann, aber ich hatte einen Fisch, so einen deutschen, guten frisch gefangen in Essen. Sahne, so ein Sahnefisch. Ach du? Ja, da habe ich aber noch nie was von gehört, dass danach was Schlimmes passiert ist. Das ist ja wirklich, also wenn du ganz sicher sein willst, dass du mit einem guten Magen auf die Bühne gehst, dann vorher ein Fisch mit so einem Sahnending aus dem Restaurant, was in RTL dir bucht in Essen. Mhm. Hier habe ich ein gutes Gefühl. Und eben viel Kaffee. Also es war wahrscheinlich alles zusammen. Sicher irgendwie ein bisschen Aufregung, sicher ein bisschen Kaffee, sicher ein bisschen Fisch, viel Reisen, was weiß ich. Ja. Und ich hatte das aber, es hat sich eben danach rausgestellt, ich hatte das öfters. Und seit ich notfallmäßig den Blinddarm rausgenommen habe. Habe ich auch. Habe ich das, eine Narbe? Habe ich das nicht mehr. Hast du auch eine Narbe? Ja, ich habe drei. Ich habe hier eine. Ich habe hier nur eine. Ja? Ja. Ich habe hier. Irgendwo hier? Nee, hier und da unten. Ja, das wollte nur zeigen, dass er schlanker ist als ich. Also, der hat eigentlich ich habe jetzt auch eingezogen. Ne? Ja, also eingezogen mache ich auch manchmal. Mache ich auch manchmal. So, und dann war halt... Für alle Podcast-Hörer ist es ganz wichtig, dass wir das jetzt gezeigt haben. Ja. Aber man kann es ja sehen. Auch auf YouTube. Ist ja auf YouTube. Ja. Aber es gibt ja Leute, die es vielleicht nur audiomäßig sich reinziehen. Aber dann gehen sie extra auf YouTube, jetzt, nur um die Szene zu sehen. Jetzt haben wir den Bogen für euch geschlagen, Leute. Geiler Bauch. Ja, voll geil. So heißt die Folge, glaube ich. Geiler Bauch. So heißt die Folge. Aber auch ich hatte mit Olli Geissen an diesem Tag... Nee, warte noch kurz. Ich erzähle nur kurz fertig. Achso, Entschuldigung. Weil da war mir wirklich übel. Übel. Und dann hieß es, ja, du musst jetzt hinter die Bühne. Und dann bin ich hinter der Bühne und dann denke ich mir so, boah, das könnte richtig knapp werden. Also so richtig, weißt du? Ja. Und dann kommt der Einspieler und der Einspieler war bei mir super geil. Da haben mir danach alle gesagt, beim Einspieler dachte ich, du gewinnst. War das Fahrschule? Fahrschule, super lustig. Sehr gut war das, ja. Und die Leute lachen und lachen und ich denke mir, boah, geil, ne? Aber gleichzeitig auch, mir ist übel. Ja. Und dann noch, hoffentlich sagt geil, Olli... Geil, übel. Hoffentlich sagt Olli Geissen meinen Namen richtig. Ja? Ja. Und dann sagt er, Joel von... Und ich so, yes, Mutzenbochler. Und ich so, scheiße. Ne? Dann gehe ich raus und dann gab ja immer so eine Markierung, das rote X, da musste stehen. Ja. Ja. Und ich habe das rote X gesehen, ich habe gedacht, das rote X, auf das kotze ich heute noch. Ja, das wirklich. Das treffe ich aber. Ja, aber richtig. So, wenn ich kotzen will, dann bitte aufs rote X, damit ich wenigstens sagen kann, ich habe die Markierung getroffen. Ja, die müssen mittlerweile sie zwei Kreuze machen. Einen zum Stehen, einen zum Kotzen, denke ich auch beim RTL Comedy Grand Prix. So. Und deshalb, mir war wirklich so, so heiß, kalt. Und ich hatte sogar einmal, hatte ich einen Moment, da habe ich wirklich das Mikro weggenommen, habe so gemacht. So einmal. Wow. Ja. Okay, das ist krass. Und wo man dann auch so richtig in so einem Automodus eigentlich noch weiterfährt. Aber wirklich, also es war so wirklich, als hätte ich 42 Grad Fieber. Also weißt du, wirklich, es war alles so auf Hypermode. Und deshalb, ich weiß nicht mehr, was ich gelabert habe. Ich glaube, ich habe meinen Text einigermaßen hingekriegt, aber es war sicher nicht so gut getimed. Und was mich auch immer irritiert, bei so großen Fernsehkisten. Immer. Die lachen. Das immer. Also, Nee, aber also, weißt du, einfach sobald Fernsehaufzeichnung, weil die halt so animiert werden, und dann klatscht und klatscht. Dass schon im Aufbau vom Gag geklatscht wird, dann ist dein Timing am Arsch. Hallo, ich bin der Joel! Ist auch bei Lanz immer so, wenn einfach irgendjemand nur mal einen Satz gesagt hat, so, ja, das finde ich nicht richtig. Ja. Man muss sagen, es ist nicht alles verkehrt an Corona zum Beispiel. Es gibt gute Sachen an Corona und zum Beispiel, dass es bei Lanz kein Publikum mehr gibt. Mhm. Ja, das haben sie auch nicht geändert danach, weil sie gemerkt haben, die haben gemerkt, jetzt lass mal weg. Supergeil, Lanz ohne Publikum.
alle sitzen in der Regie und klatschen die ganze Zeit, weil sie sich so freuen, dass sie diese Zuschauer raus sind. Ja. Ja. So, dann kam Olli Geissen, dann gab es noch Interview, lalala. Mhm. Und dann hieß es, super, ja, das war der Joel. Ja. Und dann gehe ich von der Bühne und da kommt irgendwie, ich glaube, Ozan war es. Also, hey, wie war's? Und ich so, Alter, ich kann nicht sprechen. So, und ich muss direkt jetzt einfach irgendwie auf die Garderobe. Ja. Und die war natürlich noch irgendwie vierter Stock. Natürlich. Den ganzen Gang entlang zuerst. So, natürlich, ne? Und dann kommen noch 10 Leute an, die noch irgendwas von dir wollen. Ja, ja, und Ozan kam nochmal und sagt, aber wie ist Publikum? Und ich so, echt nicht. Ozan ist wie bei der Truman Show, der kommt aus einer anderen Tür einfach wieder raus. Weißt du so? Du denkst so, wie so ein Fehler in der Matrix. Weißt du, der Ozan, der ist ja gerade hinter dir irgendwie auf die Bühne gegangen, auf einmal kommt er aus der Tür wieder raus. Sagst, hey, und wie war's? Und denkst, so aus der Luke von unten. So, hallo. Und apropos, wie war's? Ja. So, und dann bin ich wirklich irgendwann so eine Mischung von, ich darf nicht zu schnell laufen, ja, weil es sonst passiert. Ich, ja, darf aber auch nicht zu langsam gehen, weil sonst... Und du willst dabei auch nicht ganz scheiße aussehen, so, genau, falls Ozan nochmal aus der Tür, ja, kommt. Falls Ozan dann noch von links kommt. So. Und dann war ich... Dann gehst du aufs Klo, sitzt Ozan da. Denkst du, sorry, ich kann nicht besetzt. Und dann war ich in der Garderobe und da war auch ziemlich übel Luft. So, also... Es war ja deine Garderobe, kannst du jetzt nicht andere für verantwortlich machen. Nee, das war ohne Scheiß. Fuck Danny, den hast du auch schon kennengelernt. Hm. Der hat damals mein Management gemacht. Schon als wir angekommen sind, das hat übel gerochen in der Garderobe. Hm. So irgendwie so, keine Ahnung, saure Milch oder so. Das hilft natürlich nicht. Das ist noch meine, vielleicht war das meine Garderobe vom letzten Jahr noch. Weil ich habe erst nachts gekotzt. Nein. Ich hab noch 3 Cappies von dir gesehen, ja. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, ja. So, ja, und dann... Klingt noch am runden Abend bis jetzt, ja? Ja, und dann... habe ich mich wirklich übergeben, war zum ersten Mal wirklich der richtige Begriff. Ja. Das wirklich, also kam alles raus. Ja. So, und während alles rauskam, höre ich über die Anlage, wie Thorsten Bär seinen Auftritt fertig hat und die Leute so schreien, Zugabe, Zugabe. Und ich war so, damit kann ich nicht gemeint sein. Ja. Und dann kam irgendwie einer vom, was war es, Roten Kreuz oder so? Und hat gefragt, ob alles okay ist und so. Und das war ja natürlich vor Corona. Auch da, deswegen Rotes Kreuz auf der Bühne. Ja. Das war irgendwie auch noch vor Corona. Und dann hieß es schon, ja, also wenn es Magen-Darm ist, dann sollten sie jetzt nicht mehr in Kontakt mit anderen Menschen kommen. Da hast du das erste Mal ein Corona-Feeling gehabt. Du warst ja, schon ein bisschen so, ja. Bisschen, ja, Isolation-Ding. Mhm. Und mir war auch wirklich super übel. Und dann, wie war es dann? Dann war ich, dann durfte ich bei Vicky Blau, durfte ich in der Garderobe ein bisschen so Salzstangen essen und Cola trinken, weil meine so übel roch. Ja. Und dann hieß es, du musst noch mal am Schluss auf die Bühne. Ja, ja, dann muss ja klar, auf, weil ja, man muss ja wissen, wer gewinnt. Ich weiß, dass ich nicht gewinne. Ja. Wir können das auch schenken. Ja. Könnt doch einfach sagen, Thorsten Bär ist es. Ne? Oder du sagst wenigstens, Joel ist es nicht. Wir müssen auch nicht den ganzen Namen sagen, sondern sagen, nur Joel geht schneller. Oh, Joel ist schon weg, aber ist auch okay, ja, weil er gewinnt ja sowieso nicht. Ja, ne? Ja. Und es ging mir eigentlich ein bisschen besser, aber dann kam die zweite Welle. Das war wirklich dann nochmal auf der Bühne und dann wusste ich, es war noch nicht alles draußen. Auch da hast du schon die zweite Welle vor allen, genau, anderen gehabt. Ja, siehste? Ja. Du bist wirklich der Zeit voraus, muss man sagen. Ja. Und ich hatte, wie gesagt, was ich sagen wollte, ist mit Olli Geissen an dem Tag, ich hatte ja dieses unangenehme Momentum, dass ich dann quasi ganz kurz, ja, dann von wegen, ja, und der Gewinner vom Vorjahr ist ja auch da, ne? Und dann musste ich einmal so aufstehen. Den Clip müssen wir suchen. Ich finde das herrlich. Hey, weißt du, was ich meine, ne? Ja. Mit dem Fail Handshake. Der ist so geil. Der ist so richtig peinlich. Christoph sucht mal, der Storb, Olli Geissen, reicht wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht, ob doch, weil du hast es gepostet. Dann wird man auf deinem Post. Ja, vielleicht habe ich es auch abgefilmt an dem Tag. Auf jeden Fall gab er mir die Hand, das war noch im Off, also da war noch irgendwie ein Einspieler, der lief. Ja, und dann gab mir so die Hand, also wie man das halt so macht, so, ja, gut, wie man das damals gemacht hat, ja, guten Tag, und dann hat er gesagt, alles klar, und dann dachte ich so, ja, wenn man sich zur Begrüßung die Hand gibt, gibt man sich zur Verabschiedung ja auch die Hand. Ich gebe ihm die Hand, und er dreht sich weg. Ey, es gibt nichts Peinlicheres, es ist wie so ein Handshake oder sonst irgendwas, und es lässt sich jemand stehen. Ist an sich überhaupt kein Thema, aber im Fernsehen, vor keine Ahnung wie vielen Leuten, es war so hart unangenehm. Und ich wurde auch nicht von wegen so, ey, schön, stopp, dass du wieder im Fernsehen warst, sondern ich wurde nur, die Leute haben sich nur darüber kaputt gelacht. Ja, klar. Das war leider der größte Lacher der Show. Ja. Oh mein Gott, das war so geil. Aber ich habe dann mit mir selbst, also ich will, no spoiler, also falls wir den Clip nicht finden, ja, ich habe dann das noch unangenehmer gemacht als Eva, ich habe dann mit mir selbst eingeschlagen. Ich finde mal noch ein Stichwort, ich finde nur Ferienhaus von Oliver Geissen abgekratzt. Ich glaube, das findest du nicht, du musst dann den ganzen Grand Prix, der ist da, glaube ich. Ja, aber du hast es ja gepostet.
Vielleicht habe ich es aber auch im Fernsehen abgefilmt oder sowas. Es kann sein, also als es dann live gewesen ist. Ja. Weil ich habe es mir im Fernsehen angeguckt. Ja, aber in der Vermutung. Aber du hast das ja, das musstest du ja ausschlachten. Auf ja. Social Media. Ich wollte das eigentlich auch noch größer ausschlachten, wollte dann irgendwie Olli, das irgendwie versuchen nachzuholen irgendwie, aber Olli Geissen hatte keinen Bock. Ich hätte dann irgendwie mit dem Management gesprochen, es wäre lustig. Komisch. Wenn der halt bei RTL wäre und ich würde dem halt die ganze Zeit versuchen, die scheiß Hand zu geben oder sowas. Das war so mein nee, das ist Switch. Das ist Olli Geissen in wirklich lustig. Das ist es sicher nicht. Ja. Warst du da mal zu Gast? Ja. Nee, aber ich stell mir vor. 2018 war das. Ja, also es war auf Instagram oder Facebook. Ja, aber wenn man den ganzen RTL Comedy Grand Prix noch online irgendwo finden würde, würde man es finden. Aber es ist halt auch wieder eine ewig lange Show gewesen, ne? Ja, also, nur etwa 7 Stunden, oder? Ganz, ganz entspannt. Also was für einen kurzen Abend. Naja, also es müsste... Sorry. Es müsste auf deinem Channel sein. Weil ich weiß noch, vielleicht hast du sogar mir mal gesendet. Ja. Soll ich mal in meinem WhatsApp gucken? Ja, guck mal nach. Gib mal, Luca. Ich glaube, du hast es mir sogar gesendet. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, das ist halt, also, man sagt so, man könnte es auch einfach ausblenden. Nein, ich finde es auch noch lustig und schicke es anderen Leuten, wie ich mich im Fernsehen... Ja, musste ja. Ja, ja. Warte mal. So. Dann, das müsste gewesen sein. Ja, dann Dezember 18. Ah ja, guck, Oktober 18 war Aufzeichnung. Da hast du sogar ein Foto von mir und ich bin, ohne Scheiß, ich bin super weiß. Ja, zeig mal. Ja, guck mal, man sieht es mir richtig an. Weil ich sah auch die ganze Zeit ziemlich ungesund aus. Und es kam sogar einer und sagte, hat der vom Roten Kreuz, hat gesagt, also dreimal haben sie die Farbe kurz im Gesicht verloren während dieses Auftrittes. Da dachte ich, jetzt könnte es knapp werden. Nee, also hier bist du nicht, aber... Ich finde das jetzt, ich sag dir. Ich gehe jetzt auf dein Social Media. Ich habe das nicht als Beitrag gepostet. Auch ich habe Grenzen. Ja, auch meine Scham hat Grenzen. Das glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber das ist so. Das heißt, es wäre in deinem Archiv oder so, ne? Stimmt, im Archiv. Ich habe letztens erst gemerkt, dass es ein Archiv gibt oder sowas bei Instagram, was man alles schon gepostet hat. Da kannst du Stunden, jahrelang dich dann drin verlieren in deinem eigenen Schlons, den du irgendwann mal gepostet hast. Ah, du hast es in die Story gepostet. Also es wäre in deinem Archiv, wäre es. Aber es sind doch nicht alle Stories im Archiv. Doch. Ach, alle Stories sind sogar im Archiv? Ja. Oh Gott, ich bin verloren. Ja, dann kannst du mal ins Archiv und dann kannst du... Jetzt? Ja, mach mal. Ich will das jetzt sehen. Ja, Junge. Aber sicher. Das ist so schlimm. Aber weißt du, was ich wirklich gut finde? Die Vorstellung, dass das Management von Olli Geissen mit ihm bereden musste. Boah, was haben wir heute so? Also, da ist so ein Typ. Ich weiß nicht, ob du den wie kennst. Wie kommt man auf die? Der Storb. Oh, sagt mir nix. Sagt mir jetzt nix. Ich kenne Joel, ja. Guck hier, Story-Archiv. Bam. Jetzt kannst du da mal. Ja, gehst dazu, was war's? Dezember 18, ne? Alter. So, dann sagen sie, der Storb, dem hast du mal nicht die Hand gegeben und der würde das gerne nachholen, so für Social Media. Ja, nur, aber nicht so gerne. Wie viel bezahlen sie? Hand drauf, komm. Juli, wo sind wir? Ah, 2020. Ja, du hast einen blauen Fingernagel. Ich habe einen blauen Fingernagel, ja. Ist das ein Statement? Nee, das ist einfach so, mag ich tatsächlich einfach. Das ist krass, dass man da echt oft drauf angesprochen wird. Ja, man sieht es halt, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Aber mir gefällt es tatsächlich einfach. Es ist so, hat gar keinen wilden Hintergrund. Oh, wir nähern uns. Achtung. Dezember 2018. Ah ja. Handshake fail. Ah nee, warte mal. Hä, wo ist der? Warum sieht man den nicht? Red Dead Redemption, sehr lustig. Okay. Kurz darauf gab es jetzt ein Handshake fail. Warum sieht man den nicht? Okay, nee, es gibt das Foto davon. Kurz bevor es passiert ist, da war die Stimmung noch gut bei mir. Habe ich mich locker gefühlt, Hände in den Hosentaschen, ganz entspannt, Fernsehen, überhaupt kein Ding für mich, Rotes Kreuz, wo seid ihr? Aber dann kam irgendwas mit Otto.
Direkt der Grund, warum ich das alles mache. Ja, ja, das sind dann. Kennst du das, wenn du so Stories von vor 3 Jahren siehst, denkst du, boah, Alter, du hast eine Scheiße gepostet, so richtig uncool und so auch. Handgate. Aber gibt's auch Sänger, wo man markiert wurde? Nein. Nee, also ich glaube nicht, wenn du es repostet hast, das ist auch nicht. Boah, wieso hast du es nicht mehr? Ich habe noch vielleicht in der Facebook-Gruppe. Kann sein, dass da irgendein Arsch noch reingepostet hat. Wahrscheinlich. Wer geschickt? Bei wem bin ich mir denn sicher, wer es mir geschickt haben könnte? So viele Arsch. Ich liebe das. Das ist eigentlich die schlechteste Detektivarbeit, die wir machen. Ja, so, aber die Zeit haben wir, Leute. Na, absolut. Und wenn ich heute Abend den Auftritt verpasse, ist mir scheißegal. Das ist der Unterschied zwischen Medical Detectives und uns. Ja. Ja. Das ist deutlich belangloser. Es geht absolut. Es geht um mein Handshake. Aber es ist einfach wichtig, Leute. 2019. Achso, jetzt hat der Arsch die Nummer gewechselt. Das ist ja auch so ein Ding. Da haben nämlich Leute die Nummern gewechselt, dann kommst du dann immer hinterher. Aber so finde ich auch immer etwas, wenn ich so denke, wer hat mir das mal gesendet? Ja. Oder wem könnte ich das gesendet haben? Da hat er's! Schlägt selber ein. Boah, das müssen wir nachher, das blenden wir dann ein. Ich guck's nochmal. Und er sagt noch, nimm Platz, er pisst dich. Ich muss nochmal gucken, wie du dann selber einschlägst, das finde ich auch geil. Boah, richtig unangenehm. Jawohl. Nimm Platz. Nee, aber der macht das macht er extra, ne? Ich weiß es nicht. Doch, er guckt noch und sagt, nimm Platz. Er sieht das, oder? Es ist schon echt übel, ey. Warte, ich schick dir das mal kurz, ja? Ja, unbedingt. Boah, richtig unangenehm. Aber irgendwie auch lustig. Nimm Platz! Und schäm dich für dein Leben. Weltklasse. Das können wir irgendwie airdroppen, bla bla bla. Und dann kannst vielleicht sogar der Christoph nochmal einblenden. Das muss noch groß gesehen. Das würde mich sehr freuen. Ja, oh. Ja, ich habe das. Aber ich habe schon mal, also nicht gehört. Das ist, Dieter Bohlen hat in seinem Buch eine Geschichte, wie Olli Geissen bei in so einer Chartshow, ich weiß nicht, wer noch war, es war eine Frau. Und Dieter Bohlen, die waren dann zusammen quasi Gäste, ne? Die mussten dann auf dem Sofa Platz nehmen. Ja. Und wie dann Olli Geissen in der Probe gesagt hat, Dieter, du musst dann zuerst raus und dann, keine Ahnung wer, Heidi Klum oder was auch immer. Ne? Ja. Und dann bei der Aufzeichnung geht dann Dieter als erster raus und dann sagt, oh, ist aber nicht die feine Art, oder? Ladies first. Irgendwie ja. So. Also das ist ein lieber Kerl. Ich glaube, das ganz tief in sich drin ist das ein lieber Kerl. Nee, absolut. Ich habe auch schon viele gute Storys gehört. So. Aber ich glaube, wenn du halt, der ist ja so eine Moderationsmaschine bei RTL, der weiß, glaube ich, am Abend natürlich, weißt du, wir wissen natürlich, das ist der RTL Comedy Grand Prix und sowas. Und ja, eben, der moderiert das alles weg. Das ist halt für den, der sagt so, wo muss ich hin? Ja. Wo sind die Karten? Ja. So. Und muss ich irgendjemand die Hand geben? Nein, okay, alles klar, wunderbar. Alles klar, weiter geht's. So, weißt du so? Nimm Platz! Ja, nimm Platz! Das ist richtig unangenehm. Muss ich noch ein bisschen Befehle erteilen. Genau, das ist so. Aber es gibt so Sachen, die man sich dann auch einfach nicht mehr, also das habe ich mir angeguckt, aber ich habe auch einen Fernsehauftritt von mir, den ich nicht angeguckt habe, weil ich wusste, dass ich, das war der, den könnt ihr euch auch angucken, der ist auch richtig schlimm, das Comedy Central Roast Battle. Ah, ja. Bin ich also wirklich, wie man eher bei der Comedy sagt, gebombt. Ja. Gebombt, also so extremst gebombt, ja. Also es ist ja, das Comedy Central Roast Battle ist eigentlich, wer es nicht kennt, also da geht's richtig ab. Du kannst jetzt sagen, du kannst jetzt über dich, weißt du, wir können uns absprechen, ich könnte über dich die krassesten Sachen erzählen. Ja. Also so krass, was du normalerweise im Fernsehen eigentlich nicht machst. Und der Kollege, den ich geroastet habe, der ist halt, der kämpft so ein bisschen mit Depressionen halt. Ja. So wie halt das so der ein oder andere Comedian halt hat. Und ich meinte zu ihm so, ja, ist das in Ordnung, wenn ich das so ein bisschen mache? Und der so, ja, nee, gar kein Problem. Und so, meine Mutter auch und so früh gestorben und so wegen Rauchen. Ich so, wunderbar, alles eingepackt. Ne? Herrlich! Ja, ne? Ja, geil! Ja, so weiß ich, dachte so, wunderbar, das schreibt sich ja von alleine. Und ich merkte halt, normalerweise, wenn du, sag ich mal, irgendwo nicht funktionierst. Oh, guck, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Nur kurz, jetzt gucken wir's noch in groß. Und dann haben wir's definitiv. Ja,
das im Meer? Scheiße, das hat jetzt auch noch rausgesucht. Was? Selbsteinschlag. Hätte ich nur noch so machen müssen hier, so richtig. Ja, Freunde. So hier. Geil. Ja, und bei diesem Battle und ich würde natürlich niemals mich über jemanden lustig machen, der mit Depressionen kämpft. Das ist ein sehr guter Freund tatsächlich von mir. Aber wir hatten das halt so abgesprochen halt so, weißt du? Und er meinte so, ja, ist überhaupt kein Thema halt. Ne? Yeah. Und naja, normalerweise, wenn du einem Set, wie man es ja auch in der Comedy sagt, irgendwas nicht funktioniert, dann gehst du halt woanders rein, was irgendwie sicher ist, wo du dich wohlfühlst. Yeah, yeah. Du kannst aber beim Roast Battle, kannst du nicht ausweichen. Du hast das, was du vorbereitet hast. Ja. Und das musst du halt machen. Und ja, und als ich dann merkte, so erste Gags funktioniert so einigermaßen, war auch Corona-Aufzeichnung, sprich nur so 10, 20 Leute da gefühlt im Publikum und so, war eh schon ein bisschen schwierig. Aber und dann. Normales und dann, Solo. Ja, genau, so oder wie ich sagen würde, der Ausverkauf. Ja. Und ja, und dann merkte ich, als dieses Thema anfing, es war die Hölle. Die Leute hassten mich einfach. Die haben mich einfach gehasst. Und es funktionierte einfach überhaupt nicht. Und das Schlimmste halt war für mich, weil ich merkte, okay, das mache ich jetzt noch 4 Minuten weiter. Yeah. Weißt du, dann fängt der andere wieder an, weil du machst da hin und her und hin und her. Und ich wusste, während er am Reden war, okay, ich setze jetzt da wieder an, wo ich Leute schon verloren habe. Ja, ja, wo geil, oder? Richtig geil. Junge, das war das erste Mal, dass ich danach rausgegangen bin und dachte so, boah, ich gehe jetzt einfach aufs Hotel. Also ich kurz überlegt und dann bin ich ja doch immer wieder gekommen. Aber wirklich, also Leute gefragt, wo bist du? Normalerweise stehe ich voll darüber. Ja, wenn du irgendwie. Ja, aber es ist halt, ich finde eben auch so Disziplin Roast Battle. Ich mag lieber ein Roast Off, wo du einfach wirklich dir eine Rede vorbereitest, sozusagen, 10 Minuten, was weiß ich. Und dann kannst du ein bisschen durchgehen. So, dann kannst du sagen, ah, der ist hier, die ist hier, schön. Da, dass du auch da bist, super. Dann kannst du ein paar Gags loslassen. Und dann kannst du ja immer noch ein bisschen steuern. Ja. Weil dann merkst, okay, da gehen wir jetzt ja nicht mehr hin. Ja. So, aber eben dieses Einmaleins hin und her. Das ist das Schlimmste, und weil ja. ich war für den Piloten von diesem Comedy Central Roast Battle. Aber noch im Quatsch Comedy Club oder schon in dem neuen, in dem Tempodrom? Weder noch, das war eben, wie heißt es, Lido Berlin. Direkt bei der fetten Ecke. Achso, bei dem Musical da oder was? Nee, fette Ecke ist Hamburg. Nee, nicht fette Ecke. Doch, hieß fette Ecke, ich glaube. Also egal, einfach in Berlin, die haben da den Piloten gedreht und dann ging es zu Comedy Central. Ja. So. Und ich glaube, das war eine Zwischenphase zwischen Quatsch Comedy Club und dann effektiv der Sendung. Ah, okay. Weil im Quatsch Comedy Club war das mega geil. Also da waren auch so Gags halt, und das hatte ich halt mir vorher angeguckt, so dachte halt so, da war so eine, so ein Typen geroastet, der so ein bisschen behindert ist, mit halt so einer Armbehinderung und nur so ein Ei und sowas. Und dann sagte sie so, ja. Ein Typ mit einem Ei und nur einem halben Arm, was soll ich als nächstes roasten? AIDS oder was? Und ich dachte so, yo Mann, okay, alles klar, hier ist alles möglich. Ja, klar. Nein, ist es nicht. Und das ist nicht für mich. Nee, und vor allem das Problem bei mir war, ich musste dann Menschen roasten, die ich nicht kenne. Ja, das ist auch nochmal schwer. So, da hast du null Anhaltspunkte. Ja, ja. Und dann habe ich halt mit Ben Schmid, der hat mir so, ja, ich gebe dir so paar Hinweise und so. Ja, und dann kannst du was schreiben. Ja, geil, Diggi. Ja. So, und dann war es, die eine Person, die ich roasten musste, war Ingrid Wenzel. Ja? Ja. So. Und dann sagt er, ich muss ehrlich sein, ich war auch ein bisschen faul, ich habe jetzt nicht super viel recherchiert. Und er sagt mir so, ja, weißt du, Ingrid ist ziemlich männlich, ja, und so burschikos und so. Dann habe ich einfach so 5 Jokes, dass Ingrid einen Schwanz hat, so, weißt du? Ja, so, ja, richtig scheiße. So richtig schlecht. Ja. Wenzel schwänzelt, sagt, das Ding steht. So, und dann komme ich da hin. Volles hübsche Mädchen und sowas. Im Blümchenkleid. Und ich so, oh Scheiße. Und sie macht dann noch so, ich mache nichts vor dir und denkst so, die so, Ladies first, alles wie immer und sowas. Ach, ich nehme ein Weinchen vielleicht. Und denkst so, was? Und ich war wirklich auch so, also Ingrid hat einen Schwanz, weißt du? Und ich denke so, das funktioniert ja schon vom Setup her nicht. Überhaupt nicht. Ne? So, und sie natürlich mit Infos von Ben über mich. Ja. Super, super schlaue, gut ausgedachte Jokes. Und du so, Schwanz. Ja, dann ich wieder so, jetzt kommt der dritte, wo ich sage, dass Ingrid einen Schwanz hat. Und sie sieht so voll hübsch aus mit ihrem Kleinchen und du denkst so, fuck my life. So, und dann...
Und dann war Maxi war der Geiste, weil ich dann so Maxi gefragt habe danach. Ich war so, ja, natürlich nicht super gut drauf. Ich so ein bisschen so, war schon ein bisschen zu plump. So. Und auch wahrscheinlich auch eben zu hart, aber auf die falsche Art. So, ne? Und er so, nein. Und ich so, was? Nein. Und er so, du kannst nicht rauslaufen wie Justin Timberlake und dann sowas abliefern. Scheiße. Weißt, natürlich, seitdem sind die gute Freunde, die das, beiden. Aber es hat, er hat recht, weil es war halt wirklich Roast Battle, weil du kommst dann so raus, machst so, yeah, woo, ich bin der Geiste. So, ja, ne? Ja, klar, voll. Und dann, erster Joke, wenn der nicht sitzt, kannst du vergessen. Ja, so. Ja. Und Ben lacht heute noch Tränen, weil er immer sagt, wir haben dich extra aus der Schweiz eingeflogen, einfach um deinen Arsch so kaputt zu roasten. Ist so, ne? Weil die haben das auch ein bisschen so ja. Aber geplant. Aber Ben so, spielt, hey, mach ein bisschen Schwanzwitze, zieh ein Blümchenkleid an. Kommt gut. Die sahen mich schon kommen, wie du reinkommst, dachte so, hey, heute wird ein guter Abend. Und die wussten schon so, oh, Leute, gleich kommt Joey. Und er denkt, das wird richtig gut. So, oder? So wird das dann. Ey, das ist krass. Aber ich will das auch gar nicht, also wie gesagt, ich habe das dann auch im Endeffekt einfach auch, man muss sagen, normalerweise muss man da professioneller auch durch. Ich muss auch sagen, das war dann auch meine Performance, weil ich so baff war, dass ich gerade so bombe, dass ich es dann auch nicht richtig umgesetzt bekommen habe. Weil ich will es nicht aufs Publikum oder auf keine Ahnung anschieben. Zum Beispiel der Kollege, gegen den ich geroastet habe, war auch dann einfach wirklich, wirklich gut. Yeah. So, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, deswegen, er hat auch zu Recht gewonnen. Aber es war auch genauso, Ben Schmid auch gesagt, brauchst du da irgendwie Unterstützung? Ich schreib das selber. Also mach ich doch überhaupt, also ist das hier, ich brauche das alles nicht. Und der kam auch raus und sagt so, Junge. So, na, brauchst du Hilfe? Ich so, nein, natürlich nicht. Shit. Es gibt aber auch, es gibt auch wirklich so Themen, selbst bei Roasts, das geht den ZuschauerInnen dann einfach trotzdem zu weit. So. Weil wir hatten so einen Roast in der Schweiz und ein guter Kollege, der Stefan Büssi, mhm. Der hat so eine unheilbare Krankheit, zystische Fibrose, so eine Lungenkrankheit. Ne? Und darüber dann Witze machen, da merkst du, dass das vorbei. Da kannst du alles machen. So irgendwie, du bist super fett und du bist super hässlich und was weiß ich. Aber als ich so die Witze, und das war natürlich für ihn auch okay, ja, ja. Er macht ja selber auch, ja, ne? Aber das geht den Menschen wirklich zu weit. Das geht nicht. Das ist so. Genau wie Karl Josef, kennst du den? Das ist ein Comedian aus Deutschland, sehr jung. Und da wurde ich auch gefragt, von wegen, möchtest du da so ein paar Gags zu beisteuern? Und ich sag so, der Typ sitzt im Rollstuhl und wird wahrscheinlich keine 30. Also der Typ, der gegen den roastet, hat keine Chance. Ja, ja. Also egal was, die Gags können noch so gut sein. Ja. So, also das ist halt, und du kannst nur verlieren. Und du kannst, ja. Aber so hat das dann auch aufgebaut, von wegen, also, ne, dass du sagst so, ich kann hier nur als der Teufel rausgehen, Alter. Ja, ja. Weil du, ja, das ist halt, es ist super schwierig. Es kann mega geil sein, so ein Roast, so, aber es kann dich halt auch einfach, also das kann auch echt schwer sein. Yeah. Aber ich finde es nach wie vor ein geiles Format. Also, wie gesagt, ich habe es einfach auch vielleicht verkackt. Kann auch mal passieren. Ja, eben, ich mag das Format vom Battle nicht so wie effektiv eine Rede schreiben, weil da kannst du auch eben, kannst viel mehr spielen. Ich finde es auch geil, wenn nur einer geroastet wird, das war irgendwie, letztens habe ich auch gesehen, irgendwie wo die, keine Ahnung, war es irgendwie so ein in Amerika, wie heißen die, Jonas Brothers. Ja, ja, genau, sowas. Weißt du, dann kommt ja. Halt einer hin, super, roastet die. Und die sitzen ja. Halt nur da so und dann werden die roasted und dann kommt der Nächste und die roasten die. Aber es ist halt, du hast dein fertiges Ding. Und, genau, und roastest der Manager so. Von Charles, Tim, ja. Der wurde gerade 30 und hat sich einen Roast gewünscht. Ich weiß, so. Der hat mich abgeholt letztes Mal und dann hat irgendjemand einen Roast über Charles, glaube ich, gemacht auch oder sowas. Ist der auch dabei oder so? Ja, eben, da war Charles, da war Cenk, Sven Ivanic, ja. Rob konnte nicht und ich, so. Ja. Und dann wussten wir halt eben, und dann ist auch nochmal was anderes in einem privaten Rahmen, ja. Wo du weißt, das wird klar deklariert, da ja. Hast du jetzt eben nicht irgendwie Zuschauer, die mal eine Karte kaufen und einfach mal gucken wollen. Weißt du? Oder sagen, oh, Fernsehaufzeichnung, mal schauen, wie das ist. Sondern es ist komplett klar. Also es war wirklich alles privat. Ja. Also da muss man sagen, ihr habt auch, also wie sehr liebt ihr euch selbst, dass ihr sagt, ich schreibe für einen Geburtstag einen Roast, ist schon krass. Ja, also. Und Scheiß war für mich so vom Feeling her, habe ich wieder mal gemerkt, es war eine der geilsten Shows für mich, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ist immer traurig, wenn das, aber hat keiner gesehen, ne? Was war denn aber ist ja egal. Ja, aber ist ja immer so. Ja, ist ja immer so. Hat ja sowieso nie einer gesehen, weißt du? Nee, auch Scheiß. Das ist wie bei meinem Solo-Programm. So. Ja, kann sagen, das hat keiner gesehen. Und da kannst du eben, da merkst du auch, wie wirklich individuell die Comedians sind.
Weil zum Beispiel Cenk, der macht immer viel Absurdes und viel Gedankenspielereien. Und sein Roast war gar kein Roast per se, sondern hat gesagt, ich hab hier einen Tagebucheintrag vom ersten Tag, also vom Tag, an dem ich Tim kennengelernt habe. Hm. Das war per Zufall bei Comedy im Balz, wo auch Charles und ich gespielt haben und so, ne? Und dann ist halt wirklich, das war dann sein Vortrag. Ja. Das ist halt nicht eben klassisch, du siehst aus wie wenn das und das. Sondern bei Charles, das ist natürlich direkt diesen Vergleich von Chappelle, ne? Also dieses Acting und sowas, das habe ich nur mitbekommen, aber das ist auch das Erste, was mir aufgefallen ist bei dem direkt. Ich gedacht so, alles klar, sag doch einfach, ja, hey, Dave Chappelle. Über Charles hat er gesagt, irgendwie so, keine Ahnung, 22.14 Uhr, Charles kommt um die Ecke und redet irgendwas von Big Booty Bitches. Ich weiß nicht, was Big Booty Bitches sind, aber er hört nicht auf, darüber zu reden. Ja, einfach nicht auf. So, was? Und das ist dann eben so, das ist ja kein normaler Roast. Ja. Aber bei mir war es zum Beispiel so, ich hab Joel kennengelernt. Er kennt so viele Promis. So, und das war dann einfach, das war dann einfach so. Kennst du viele Promis? Das weiß ich gar nicht. Ja, ich wusste auch nicht bis zu dem Tag, da habe ich gesagt, scheiße, vielleicht stimmt das. Vielleicht mache ich ein bisschen zu viel Name-Dropping. Und vielleicht so. Kenne ich jetzt dich und dadurch, ich kenne also jemanden, mit der viele Promis kennt. Ja, aber ich denke, wenn ich jetzt nur gucke. Und trotzdem läufst du mit einer Cappy rum mit einem Zigarrenaufdruck. Also ja, siehst du? Ja. Aber in dem Podcast hatten wir auch schon ein paar Promis. Ja. Das heißt, in der Schweiz bist du schnell mal ein Promi. Bist du selber ein Promi? Nee, aber... Meinst du? Komm, wir können das einfach... Also nee, aber ich hatte mal ein Programm, das hieß Wirnerli Promi. So. Ja, was heißt das? Das ist so eine Anspielung, das wäre in Deutschland wäre das so C- oder D-Promi. Ah, okay. Meinst du, wenn du jetzt ein Dschungelcamp in der Schweiz geben würde, würden sie dich anfragen? Würden sie mich vielleicht anfragen, ja. Ah, okay. Ja. Gibt's aber gar nicht, oder? Nee, aber es gab früher so Big Brother Schweiz. Würdest du reingehen? Es gibt jetzt The Masked Singer, Switzerland. Und, wärst du da, bist du schon, wozu, darfst du? Das darf man ja nie sagen. Ja, das ist natürlich mega praktisch von dir, weil jetzt können alle denken so, boah, ja. Ich hab dich angefragt. Aber eigentlich denken die alle von der Produktion, aber ist geil. Die haben dich nie gefragt, die Vollidioten, ey. Aber ist geil, weil ab und zu fällt dann mein Name und du bist so, ja, geil, nichts gemacht. Könnte der Joel sein und sowas, ja. Weil du das jetzt hier gesagt hast, sagen die so, ey, es könnte auch der Joel hinter der Maske sein. Und der Joel so, und die so, wir wissen gar nicht. Nee, in der ersten Staffel hieß es das mal bei irgendeiner Figur, war irgendwie 2 Meter groß. Das ist wirklich so super groß. Ja. Und dann sagte Christa Rigozzi, die ist sehr bekannt in der Schweiz, ja. Die sagte dann so, ich glaube, es könnte auch sein Joel von Mutzenbecher, weil er ist auch sehr groß und sehr schlank. Schlank, ja. Aber da habe ich gedacht, nee, du hast mich schon lange nicht mehr gesehen. Du bist ein Schrumpf in der Zeit anscheinend, ja. Das war ein bisschen eine andere. Ja, und es war dann ein Schwingerkönig, weißt du, so ein richtig Schweizer Schwinger. Was ist denn Schwinger? Ein ja, Boxer? Nee, Schwinger. Swinger, also Bumser. Was denn? Ich weiß es nicht, Schwinger. Für mich gibt es 2 Sachen. Es gibt zeig mal Schwinger, das Storbi. Ich zeig dir jetzt mal ein bisschen Schweizer. Das ist die Axel Schwinger Verlag. Nein. Ich komme gleich noch drauf. Stabhochschwinger. Ja. Nee, das ist absoluter Volkssport. Schwingen in der Schweiz. Ski? Nein. Dein Kollege Pocher, der war mal an so einem Schwingerfest. Ja, ja. Das ist ja auf einer Schwingerparty. So, hashtag kein Video. Okay, guck hier. So, was nennt man in Deutschland immer sowas einfach Homosexualität? Ja. Aber das ist auch wieder sehr nah beieinander hier. Ja, das ist Ringen. Ringen. Ja, bei uns heißt es Schwingen. So, mal schauen, ob wir das rechtlich dürfen. Ach, Werbung. Nee, das geht ja gar nicht. Ein Kind mit dem Helm. Kind ohne Mach Wack, da, mach Wack, das kommt nicht, das kommt nicht. Nein, komm, Molens. Das sind halt einfach, guck, ja, das ist auch nix. Hier, jetzt, guck mal schnell. Das ist ein richtiger Volkssport, die aber, große. Aber richtig, hey, ja. Das ist, alle 4 Jahre gibt es das eidgenössische Schwing- und Elbler-Fest. Boah, das ist so eine richtige, so eine Hose, die wird wahrscheinlich auch so vererbt vom Großvater, guck, ne? Guck. So, jetzt hat er ihn gestellt. Die sehen aber auch so aus, als würden sie gerade aus der Kneipe rauskommen und das halt einfach so machen, weil sie besoffen sind, ne? Das gehört auch dazu ein bisschen, ne? Ja, aber es ist schon ein krasser Sport. So. Ach echt? Ja, ja. Und bei diesem eidgenössischen, da kommen 250.000 Zuschauer ihnen. Ja. Das ist echt viel.
In wo ist es immer ausgestrahlt? Immer in einer Stadt oder was? Oder? Ja, es ist immer an einem anderen Ort, ja. Ja, okay. Das nächste Mal ist es in der Nähe von Basel, da will ich unbedingt hingehen. Willst du dir angucken? Ja, unbedingt. Oder? Das ist großes Kino. Oder ist das sowas, wo alle halt saufen und dann das so ein bisschen angucken? Es gibt ja auch diese Veranstaltungen, wo alle sagen, ja, das ist voll geil. Ich sage, ja, Leute, geht ja einfach mal saufen. Ja, so wie so Darts. Ich will unbedingt hingehen, weil ich den Sport so mag. Ja, ich will das unbedingt mal live sehen. Ich glaube dir das jetzt. Ich glaube dir das, dass du da am Sport sehr interessiert bist. Ja, okay. Na gut. Charles hat eine Werbung gemacht mit einem Schwinger, ja. Der macht so viel Werbung, oder? Hat er auch für den Telekom oder also irgendwie sowas? Hat er auch Werbung gemacht? Also ist er schon, wenn du ein CD-Promi wärst, wäre er dann B schon? Also Charles ist jetzt definitiv, der hat definitiv jetzt eine neue Stufe gezündet mit, also eben diese Telekom-Werbung. Ja gut, weil die denken, es wäre Dave Chappelle. Ja, aber die Telekom-Werbung, das war wirklich krass jetzt. Also was halt so Zürcher Hauptbahnhof, das Riesenplakat. Das Plakat, das Einzige, das man wirklich bewusst sieht, so mit ihm, ist eigentlich echt geil, weil eigentlich haben die ihm Geld bezahlt, für das sie für ihn Werbung machen. Ja gut, das ist ja normal. Also wenn du irgendwie ein Testimonial dann irgendwie bist, das ist ja klar, dass du dafür Geld kriegst. Aber das ist komplett auf ihn ein. Ja, ja. Eben, dass es aber dann auch mehr Karten verkauft und steht da sein Name drauf? Nee. Aber das ist nämlich ein Ding. Wir hatten Kollegen, die du vielleicht auch kennst, Benny Stark. Ja. David Werker. Ja. Die machen die Werbung jetzt hier dieses. Was habe ich gesehen? Check24. Ja, das sind die neuen von Check24. Früher waren das ja immer diese Check24-Familie. Ja. Und jetzt sind das, ist es ja diese so eine Art Late Night. Ja. Und ich habe gedacht so, und ich sah das erste Mal, als ich auf Mallorca in der Kneipe saß, wie sich das gehört für einen Deutschen. Wollte gerade sagen. Und während der WM, voll Klischee. Ja. Aber du gehst ja auch auf Mallorca wegen dem schönen Wetter. Richtig. Und der tollen Musik, ne? Ja, ja. In die Kölschkneipe saß ich da wirklich, also klischeehaft, da kann man eigentlich die WM oder die EM, konnte man nicht verbringen dieses Jahr. Und saß da und da lief das, ja während der Werbung lief das. Und dann dachte ich so, okay, das gucken jetzt 20 Millionen Leute oder was nicht was. Mhm. Und da lief das. Und dann habe ich so geguckt, wie viele Leute, die jetzt, sag ich mal, bei Instagram abgegriffen haben oder sowas. Yeah. Gar nichts. Yeah. Weil der Name nicht fällt. Yeah. Und da habe ich gedacht, krass, die müssen es halt irgendwie, also natürlich ist es erstmal ein Job und du kriegst gut Geld und du hast eine Präsenz, aber wenn der Name nicht fällt, dann ist es halt auch krass. Ne? Gut, ich glaube bei Charles ist halt die Kombination von, dass er schon präsent war und es gibt natürlich auch Plakate mit seinem Solo. So, und dann irgendwann kriegst du halt die Köpfe zusammen, dass du sagst, das ist derselbe wie auf dem Plakat. So. Aber ich glaube, es dauert ein bisschen. Aber eben. Es sind 20 Millionen Leute und du hast nicht einen Follower auf Instagram. Aber eben, Charles macht seit 10 Jahren Stand-Up. Also da ging wirklich Stück für Stück. Ja. Da geht dann schon was, denke ich. Das habe ich gesehen, die was ist es? Check 24. Ja, habe ich gesehen. Ja, und vor allem, da ist ja Boris Becker da, ist ja Dieter Bohlen da. Also die haben da richtig aufgefahren. Ja, ja, ja. Und denkst ja so, ja krass, so ein Riesending, aber irgendwie, vielleicht kommt es auch noch. Ich glaube, so ein Ding geht ja ewig, die Check24-Familie gab es ja ewig. Also glaube ich. Und dann läuft das bei euch gar nicht. Ja, also. Ihr müsst ja keine Flüge vergleichen, ihr habt ja nur die Swiss Air, ne? Nicht Swiss Air. Nicht Swiss Air. Wie heißen die? Swiss. Swiss Air ist weg. Ach so. Ja. Leute, wir sind ein völlig anderes Unternehmen. Wir haben damit nichts mehr zu tun mit Swiss Air. Okay, wie heißt die jetzt? Swiss. Es gab sogar einen Kinofilm. Ja, der hieß Grounding. Grounding. Über die letzten Stunden der Swiss Air. Weil das war so die große nationale. Aber die sieht doch immer noch, steht Swiss drauf und hat wahrscheinlich das Schweizer Ding hinten drauf, oder? Ja, klar. Aber es ist eine andere Firma. Ja, einfach weggemacht. Eine andere Firma per se. Ach so, okay. Ja, das war ein Riesending damals, als die Swiss Air gegroundet wurde. Ja. Das klingt ein bisschen irgendwie, also grounden beim Flugzeug, ich weiß nicht, ob das so. Das klingt so ein bisschen wie Ground Zero und das ist ja wiederum nicht so gut assoziiert. Ja, eben, aber Grounding war halt wirklich, das Ding fliegt nicht mehr. So. Ja. 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 Ja, 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 ja. Das stimmt. Ja. Meinst du, ich könnte auch so ein Wasser kriegen? Ja, hast du deins? Ich hab's komplett weggetrunken. Darf ich mir kurz eins holen? Ja, hol dir noch eins. Hol dir noch eins. Ist das noch im Preis mit drin? Ich bin nur wegen dem Wasser hier. Den du bezahlt hast, ja. Dass du im Podcast sein kannst. Was mir eingefallen ist, wir haben ja sogar mal zusammen eine Fernsehsendung gemacht. Ist mir jetzt gerade eingefallen, wegen Benny Stark. Eine sehr erfolgreiche. Ja. Ja. Und zwar der originellste Titel aller Zeiten. Die Comedy Show. Die Comedy Show. so kann man sich gar nicht so vorstellen. Die einzige. Was passiert da? ich fand die vom Prinzip her gar nicht schlecht. Auf dem Papier war die nicht schlecht. Fand ich auch. Ja. Ne? Also
Aber nur auf dem Papier. Ja, die Umsetzung, ja, aber man muss ja auch Sachen, manchmal gibt man, also ich weiß nicht, ob das nur im deutschen Fernsehen oder generell irgendwie, also es wird ja auch Sachen wenig Zeit gegeben. Also ja. Ich hatte mal einen Podcast gehört mit Wiegert Boning, hier bekannt aus RTL Samstagnacht. Ja. Und der hat gesagt, sag mal, ich möchte nicht genau jetzt exakt wiedergeben, aber der hatte zum Beispiel gesagt, die ersten zwei Staffeln oder keine Ahnung, das erste Jahr, das war Kacke. Ja, klar. So, RTL ja, Samstagnacht. Ja. Also das lief und das hat keine Sau geguckt und alle haben gesagt, so, was ist das? Ja, ja. Weil das in Amerika natürlich Saturday Night Live gesetzt und so. Und die haben einfach gebraucht und hat irgendjemand gesagt, ja, lass laufen. Ja. So. Oder hier Luke's Show damals, Luke Mockridge Show, war auch am Anfang irgendwie nix. So, ja. Und dann irgendwann lief das. Also da haben sie dann irgendwie gesagt, okay, wir glauben an diese Person und haben gesagt, wir lassen uns ein bisschen laufen. Aber diese Show war auf dem Papier gut und du musst ja auch erstmal sowas in so ein Format irgendwie entwickeln. Und ich meine, vor dem Publikum hat das einigermaßen sogar funktioniert. Ja. Und man hätte es vielleicht im Schnitt dann irgendwie noch besser machen können. Aber vom Prinzip her war das nicht schlecht. Und dann gibst du dem einfach so zwei Folgen und dann guckst du bei DWDL auch, wie Leute runterposten, ja, direkt absetzen, der Scheiße. Und sowas, weißt du, die Leute haben ja überhaupt keine, haben ja gar keinen Atem mehr für sich. Ich weiß noch, ich habe die erste Folge geguckt und fand's okay. Mhm. Dann habe ich gelesen, wie eben so Pressestimmen und so super schlecht sind. Ja, was, da habe ich nur noch gehofft, dass meine Folge überhaupt noch ausgestrahlt wird. Da hab ich so gedacht, warte mal, wie viele Folge komme ich? Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt jemand. Ja, ich war in der ersten Aufzeichnung und dann haben sie gesagt, aber es war super, aber wir machen die an Position 2 oder 3. Waren wir nicht sogar. Nee, wir waren nicht in derselben Folge. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war mit Mimi Fiedler, heißt sie, glaube ich. Ja, die war ja immer. Die war immer, ne? Ja. Ja, klar. Und es war, naja, wie, die war immer. Dann war noch Kevin Ray war immer da. Und Kevin Gavin war immer da. Ja. Okay, dann waren eigentlich nur ich und Marcel Mann war noch mit bei mir auf jeden Fall. Und da haben die gesagt, ja, das war super, die Show. Aber wir nehmen sie nicht als erstes. Das ist auch mal ein gutes Kompliment, glaube ich. Also haben sie bestimmt ernst gemeint, weil die das wegen irgendwelchen Sachen verschoben haben. Auf jeden Fall habe ich auch gedacht so. Und dann habe ich die Pressestimmen gelesen und da war die erste Quote war noch gut. Und dann habe ich schon gedacht, so, oh. Und dann an die zweite schon so richtig runtergegangen und die dritte dann und dachte so, das ist einfach schade. So, und da haben sich aber alle, also auch die Produktion und so, haben sich da richtig reingehängt und sowas. Und das, ich finde, solche Sachen verdienen eigentlich auch nochmal so eine Second Chance irgendwie Nummer. Aber gibt's halt nicht. Also haben sie halt kaum. So. Nee, gab's ja eigentlich noch nie, außer wenn eben jemand entweder zu faul war oder wirklich bisschen Mut hatte. Ja, so. Ja. Aber das Problem ist halt wirklich auch, wenn mal die Meinung gemacht ist, dann musst du halt wirklich super lange das Ding laufen lassen, dass die Meinung sich überhaupt wieder ändern kann. Ja, ja. Also weißt du, die hätten eine zweite Staffel nachschieben können. Nee, stimmt nicht eine zweite Staffel, sondern eine erste Staffel. Ja. Weil das, was wir gemacht haben, war ja nur eine Pilotenstaffel. So nämlich. Ja. Jetzt geht's quasi richtig damit, los. Damit man ein bisschen günstiger das Ganze machen kann. Ja, weißt du? Und das hätte nichts, es hätte keinen Unterschied gemacht. Die hätte super geil sein können. Ja. Das hätte niemand geguckt. Muss ein paar Stellschrauben und sowas. Was funktioniert denn beim allerersten Mal? Eben, also dann musst du 3 Jahre laufen lassen. Und dann kann man sagen, ey, das kommt langsam, wird langsam geil. Also ist in den USA ja dasselbe, ne? Saturday Night Live läuft halt einfach so 1000 Millionen Jahren und sowas. Conan O'Brien war jetzt am Schluss 28 Jahre Late Night Host. Ja gut, ob wir das jetzt erreicht hätten, das weiß ich nicht genau. Nee, aber ich sag nur, aber die ersten 2 Jahre war der so auf, er sagt fast auf einer Eieruhr, sein Vertrag. Wirklich so, Montag wusstest du nicht, ob du bis Freitag durchhältst und Pressestimmen und alle hassten ihn und so und die haben das einfach laufen gelassen, weil die wussten, was wär der Ersatz? Ja, wahrscheinlich nichts Besseres für den Moment, lass mal einfach mal so stehen. Ja, ja. Und dann irgendwann ging das nach, keine Ahnung, 18 Monaten, 24 Monaten, 2, 3 Jahre, kam das langsam gut. Ja. Ja? Ja, ja. Und dann wurde es der hottest Shit. Ja. So, ja, aber, ob wir das geschafft hätten. Nee, schon nicht. Und ich glaube, Fernsehen ist halt auch mittlerweile echt schwierig. So grundsätzlich überhaupt noch Content zu generieren, den Menschen am Fernsehen gucken wollen oder lieber halt online. Du sagst so, ey Leute, das ist 20:15 Uhr, ne? Jetzt fängt das und das an. Das hast halt kaum. Ich habe das letztens tatsächlich das erste Mal wieder gehabt, als Wetten, dass nochmal kam. Hast du geguckt? Ich hatte eine Show und habe das erste Mal, weil ich hasse das normalerweise, wenn Comedians sagen, so, ich so, kann ich als Erster spielen und kann ich gehen?
Yeah. Weil ich hasse das normalerweise, wenn Leute einfach ihr Ding abspielen. Yeah, dann yeah. gehen, ich finde schon am Ende der Show alle nochmal auf die Bühne und so, finde ich eigentlich in Ordnung. Yeah. So, ne? Der wird ja irgendwie auch bezahlt und so, ne? Deine yeah. Zeit irgendwie. Und dann war das erste Mal, dass ich das gefragt habe, weil ich wollte unbedingt Wetten, das gucken. Yeah. So, dann habe ich 20 Uhr und ich war nicht weit weg und dann habe ich mir einfach komplett noch reingefahren. Und das war ganz, ganz, einer der ganz, ganz wenigen Momente, wo ich das noch gemacht habe. So, und sonst macht man das ja, sonst hat man Scheiß drauf halt, ne? Also. Ich hab's nicht geguckt. Aber echt nicht? Nee, nee. Aber es sei gut gewesen, aber zu lange. Denke ich, ja, aber es war ja immer schon so, ne? Wenn das halt. Das ist halt. Ja, also, ich find's gut. Und ich glaube, das war ja bei Ihnen, war das, was haben Sie gesagt? Ja, es ist eine einmalige Geschichte. Ja, ja. Geht durch die Decke. Vielleicht machen wir es nochmal. Ja, ja. Das war schon, da kam Frank Elster irgendwann rein und sagte, red doch mal mit den Produzenten, vielleicht kriegst du ja noch eine weitere. Ja, genau, als ob das nicht schon vorher so folgt. Wenn das einigermaßen gut läuft und jeder wusste, dass es gut läuft. Ja. So. Und das ist ja halt auch immer das Ding, die Leute können es dann halt nicht lassen. Ja. Du kannst da nicht sagen, vor allem, aber auf der anderen Seite, man muss sagen, das hat ja gefühlt, das wird das ja nicht noch 10 Jahre laufen, weil es ja eine Person hat in dem Mittelpunkt, ja. die jetzt auch schon über 70 ist. Oder? Gottschalk ist, glaube ich. Ist er schon über 70? Der ist bald. Krass. Ja, ja. So, und der ist, und der lässt sich auch in vielen Sachen, lässt er sich auch nicht mehr so da reinreden. Und das ist natürlich einfach auch nicht mehr so State of the Art. Ne, wo der dann, das ist halt, ich mag den, für mich ist das eine Legende. Für mich ja. war das irgendwie, ich habe da auch wieder, bin dann duschen gegangen, habe mich mit meinem Schlafanzug auf die Couch gesetzt und konnte selbst entscheiden, was ich trinke und esse. Das war geil. Irgendwie, das war halt einfach, wie das so früher, konnte ich dann einfach selbst Herr des Abends sein. Aber der ist natürlich wie früher. Und der, wenn der dann auf die Couch geht und sagt, ja, die Leute fragen natürlich auch, gendern wir hier, wetten die, wetten der, wetten das. Hat er gesagt. Dann denkst du halt schon so, ja, ja, komm. Dann kommt dann schon ein bisschen der alte weiße Mann, ne? Ja, da, genau, dann ist es halt der alte weiße Mann so ein bisschen halt so, ne? Und denkst halt so, ja, ist schon ein bisschen unangenehm. Aber ist natürlich bei Gottschalk ist natürlich ein großes Problem, weil, ich meine, wenn du mal nur ein bisschen guckst, was der gemacht hat und gesagt hat zu den besten Zeiten von Wetten, dass, das geht ja heute nicht mehr. Also der hatte, also man muss sagen, der hat alle betatscht. Ja, voll. Alle betatscht und dann irgendwie einmal, weiß ich noch, mit, das war glaube ich in Wien, ja, und dann tanzt er mit Janet Jackson und dann sagt er, oh, und da sind die Mozartkugeln. Und ja, weißt ja. du so. Ja, also ja. es geht einfach konstant irgendwas, bisschen schlüpfrig, bisschen hier so. Und das kannst du halt irgendwann nicht mehr machen. Wie war das? Kurz. 71. Wow. Also das Ding hat ein gefühltes Ende irgendwann. Ne? Ja, also wenn ja, er, also der war jetzt schon so ein bisschen langsamer zu Fuß und so, aber da wird der mit 75 oder sowas wird der auch immer sagen, Alter, ne? Oder besonders das Publikum wird dann auch immer sagen, ja komm, jetzt ist gut. Wir wollen auch jetzt gar nicht sagen, dass früher alles besser war, aber früher hast du natürlich einfach Sachen rausgehauen, das kannst du halt jetzt nicht mehr bringen. Ja. Ne? Zum Beispiel über die Depression von Freunden sprechen in der Show, ja? Geht einfach nicht, ja? Es geht nicht. Ich glaube, es wäre früher auch schwierig gewesen. wenn du jemand sagst, Stolby, du wärst schon früher ein Assi gewesen. Dann habe ich ein richtiges Problem. Ja, wenn das jetzt selbst früher schon nicht in Ordnung gewesen wäre. Ja, das war mal ein bisschen drüber, aber. Ja, aber der hatte zum Beispiel auch, weil ich komme ja vom Radio und der hatte natürlich auch damals eine Zeit, und das war halt auch geil, wo halt ein Radio noch ein Radiomoderator, auch ein Radio-DJ irgendwo war. Yeah. Der dann quasi dann während die Musik lief, dann ist er zu den Musikdingern gegangen, hat er das eingelegt, hat dann die Werbung dann noch so weißt du, jetzt ist das ja alles so ein Konstrukt, das ja vorgefertigt ist, ne? Ohne jetzt eine Illusion zu nehmen, aber bei den meisten Sendern ist das ja so, dass du da jetzt keinen großen Einfluss auf die 70er, 80er, die du heute hast. Ich hätte jetzt gedacht, bei Energy wollen die 12-mal denselben Song spielen. Ja, das ist ja das Spiel. Die Hot Rotation. Das hat ja auch alles, das sind alles halt durchgetestete Sachen. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass das immer schlecht ist, aber es ist halt auch nicht immer gut. Und aber bei uns war es mal so, als ich bei Energy gearbeitet habe, da hat mal einer gesagt, es kommt nicht nur drauf an, welcher Song, sondern wann welcher Song. Ja, klar, ja natürlich. Das ist natürlich nach die DNA der Musik. Richtig, nach den Nachrichten so. Keine Ahnung, 3:12. Was habt ihr denn für kurze Nachrichten in der Schweiz? Alles gut wie immer, ja, ab klar. in die Musik. Ja klar, Hits, damit du schneller draußen bist. Damit in Deutschland erstmal so, ja das Wetter ist schlecht, Corona ist schlecht und in der Schweiz 3 Minuten Nachrichten. Ja klar. Verkehr, alles wie immer, Bahn ist pünktlich. Ihr kommt an. Ihr kommt auf jeden Fall an und ihr seid alle reich. Nicht alles klar. Nicht kommt sicher an, sondern ihr kommt an. Ihr kommt safe an. Nee, das war, also ist natürlich schon die Idee, Hitradio, lieber kurze Nachrichten, weil wenn du natürlich rumzappst,
sagst du, boah, da reden sie. Ah, hier, Hit, geil. Ja, aber das sind dann auch so Radiosender, die meinen dann, sie wären total, total klug, wenn sie sagen so, wir machen die Nachrichten um 10 Minuten vor. Ja. Das ist doch so dumm. Dann schalte ich halt um 10 vor um, du Vogel. Aber eben, welcher Song läuft dann nach den Nachrichten? Das ist ganz wichtig. Ja, ja? Das ist ein anderer als der letzte vor den Nachrichten. Ja, ja. Es gibt ja die Songs, auch die so, krass ist ja auch vielleicht interessant sogar, es gibt ja Songs, die sind Platzhalter-Songs, kann man sie quasi nennen. Und die sind quasi vor einem Song, der wichtig ist, ja, und nach einem Song, der wichtig ist. Und meinst du, das ist krass für eine Band? Also zum Beispiel Nickelback oder Pink. Ja. Das sind Songs, die laufen immer im Radio, ja, sind aber nie die, die du anteaserst. Ja. Sondern die laufen halt. Genau. So, du würdest nie sagen, so gleich kommt Nickelback und sagen, Alter, halt die Karre an. So geil. Weißt du so? Jetzt Dach runter, jetzt ist mal. Hey, mach den anderen Sender rein, es läuft Nickelback, Alter. Ich so, was? An der Ampel, alle. So. Scheiß auf, wenn es grün ist. Wir machen jetzt zusammen Nickelback-Party, ja? Mach Energy rein. Welche Frequenz? Ja, ist so scheißegal. Auf die 1 drücken, wie immer. Und so. Und du denkst halt so, ja, aber meinst du das als Band, wenn es dir jemand sagt, ist das traurig für dich? Oder denkst du drauf geschissen? Weil die haben ja immer Airplay. Also ich glaube, wenn du Nickelback bist, ist drauf geschissen. Voll drauf geschissen, ne? Aber wie krass ist zu wissen, wenn du sagst so, das ist genau wie wenn du bei Comedy-Shows der Mittlere bist. So ist das eigentlich. Also welche Position spiele ich heute eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich mache die Show nicht, ich moderiere sie nur. Ach so, okay, ja, okay. Kannst du mir keinen Vorwurf machen. Also ich will jetzt nicht die Leute, die in der Mitte spielen, schlecht machen. Vielleicht spiele ich ja heute selber in der Mitte. Aber es ist immer so ein bisschen, der Typ sagt so, der erste stark, der hintere stark. Ja, und der in der Mitte so. Du kannst machen, was du willst. Und dann sagst du, so, wie lange habe ich? Oh, mach einfach mal. Ja, ja, ja. Und du denkst so, die wollen mir keine Zeit nennen, weil ich so gut bin. Die sagen, jetzt scheißegal, weil du in der Mitte spielst, du Pfosten. Nee, bei uns so Platzhalter-Song war immer, muss ich sagen, super schrecklich. Ich weiß nicht mal, wie man es richtig ausspricht. Evanescence. Es gab zwei Songs. Und zwar immer der eine oder der andere. Zwei Songs. Das sagt auch viel über die Band aus. Evanescence, die hatten zwei Songs. Und zwar, aber es war wirklich fast täglich. Der eine oder der andere. Wir, wie dies, wake me up inside! Get wake up! Das ist so einen, der so kurz reingerappt hat, weil die sagten, wir sind schon düster, aber wir haben noch einen Rapper dabei. Richtig. Ja. Ja. Das war bei uns immer so Platzhalter. Vorne im Auto sitzen Hip-Hopper, hinten sitzen so Gruftis drin und sagen, es ist für uns beide cool. Für mich kann das Sender bleiben, für dich auch. Für mich kann er auch bleiben, Alter. Ja, Evanescence, stimmt, die laufen auch immer. Eben, und die haben aber, ich weiß nicht mal, ob die noch aktiv sind, so, weißt du? Ja, aber es kann denen auch egal sein. Ich denke, hab grad gedacht, völlig falsch gedacht, dass die denken so, oh Mann, ich bin immer der Mittlere. Scheißegal, weil die Kohle ist ja dieselbe. Ja, super, aber ne? Pink zum Beispiel, ist ja, die hat ja selten, wo du denkst, so, Alter, wann kommt denn eigentlich das neue Pink-Album? Ist mir scheißegal, weil sie immer wieder neue Alben rausbringt, ja, und immer wieder irgendwo läuft. Aber Pink ist ja auch so, es ist ein Paradebeispiel für, ich investiere viel und will wirklich eine geile Live-Show. Die machen krasse Shows, glaube ich. Ja. Und alles drumherum ist Marketing. Trotzdem ist es so, wenn jetzt jemand sagen würde, ey, ich, das kannst du nicht glauben, weil ich habe Tickets für Pink bekommen, denkst du so. Ja, aber ich läuft aber auch Wetten, das. Ich, ja, bin ja. Aber ich bin wirklich so, ich gehe eigentlich so ziemlich alles gucken, weil es mich einfach von einem, ich sage jetzt mal. Konzerte? Eigentlich egal. Also ich finde alles, was irgendwie mit Publikum zu tun hat, schaue ich mir gerne mal an. Ja, das habe ich gemerkt beim Schwinger, ja. Ja, aber man lernt was. Weil, ich sage jetzt mal, was ich mittlerweile bei einem Solo an Arbeit habe für Details, das hat auch damit zu tun, dass ich andere Shows gesehen habe, die zum Teil gar nichts mit Comedy zu tun haben, aber ich mir so denke, macht schon Sinn, dass zuerst der Song läuft und dann der Song läuft und dann die Show losgeht. So, zum Beispiel. Aber es ist ja genauso. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel eine Playlist kreiert, die sagt, die läuft immer vor meiner Show. Was läuft denn? Boah, also Evanescence, ne? Ja. Evanescence, Nickelback. Und Pink. Und zwar Get the Party Started, weißt du? Und mit Pink gehe ich auf die Bühne. Genau. Ja. I'm coming up. Sagen die alle. Das ist unser Joel. Nee, aber das hat wirklich auch da, dass du nichts zum Beispiel dem Zufall überlässt, wo man dem Zufall was überlassen
Könnte. So. Das stimmt eigentlich. Und das lernt man tatsächlich, also ich habe das gelernt, indem ich auch mal ein Sohn-Konzert geguckt habe. Und mal ich finde das ja ganz spannend, du spielst ja tatsächlich die, soweit ich das mitbekommen habe, die amerikanische Art von Stand-Up, sprich 60 Minuten und du hast einen Support, ne? Ja. Ist ja also auch eine total wichtige Frage eher, für dich. Eher 75 Minuten. So. Ja? Ja. Aber dass man so die, ja, ich finde das aber viel geiler. Mhm. Also ich finde das jetzt gar nicht, ich finde das viel besser, weil in Deutschland sagen alle so mindestens 90. Ja, so, schrecklich. Ich bin da durch. Ich finde, wenn jemand 60 Minuten richtig abballert, so denke ich so, geil. Supergeil. So, super Frage geil. Natürlich, Support und dann Pause und da habe ich noch nichts von dem gesehen, für den ich eigentlich ein Ticket gekauft habe. Gut, ich gehe ganz kurz auf die Bühne und sag den Support an. Klar, nee. Get the party started, kannst ja, musst du rauf. Absolut. Er musst absolut du rauf kurz. Und dann mache ich kurz, I'm coming up, I'm coming. Ja, kommt yeah. Wie Nick auf die Bühne, mein Support. Kennt ihr nicht? Ist mir scheißegal. No. Und machst so also Warm-up kann man es nicht nennen, aber es ist trotzdem, die Leute sind... Also ein Warm-up hast du noch so ein bisschen den Kragen, so ein bisschen mit so abgepudert. Und so. Ja, ja, genau. Ich bin eigentlich noch gar nicht... Ja, ja, genau. Es ist ja eigentlich Zufall, dass ich jetzt da bin. Ja, ich bin eigentlich schon da, aber eigentlich... Nee, aber es ist... Du bist zusammen hier. Ah, du bist nicht ganz sicher. Oh, guck. Er hat rüber geguckt, sie ja nicht. Ah! Oh, ist da jemand ins Glasauge rausgefallen? Kontaktlinse. Ja, da kann man beides machen, Kontaktlinse und oder? Glasauge. Glasauge, das habe ich noch nie gehört. Ja, Glasauge ist auch ein Knaller. Das war, da hat irgendjemand hat gesagt, fuck, seit 7 Jahren höre ich jetzt immer Kontaktlinse, ich muss mir was Neues überlegen. Glasauge. Ja. Geil, ja. Was gibt's noch? Es gibt, der ist auch nochmal gut. Kannst du mal, du hier, wie heißt du? Peter. Peter, kannst du mal deine linke Hand kurz so hoch... So, ich brauche noch einen Freiwilligen. Ah, guck mal hier. Den kenne ich gar nicht. Den kenne ich gar nicht. Ich kenne ihn gar nicht. Oder der ist auch gut, dieses, wie heißt du? Joel. Tut mir leid? Nee, also, Joel. Ja, nee, also tut mir leid, dass du heißt. Ist auch so schlecht. Und auch dieses von wegen so, ne, irgendwas auch was Lustiges. Ja, ist immer schade, wenn das Publikum lustiger ist als der Comedian. Und dann im Publikum, wow, sind viel lustig. Ja, da habe ich noch nie gemacht. Ja, noch gar nie. Ich mache hier die Witze. Ich hab gehört. Ich heiße Mike und du hältst die Fresse, was? Ich meine, wir haben jetzt ja kennengelernt, Quatsch, Talentschmiede hieß in das noch. Talentschmiede. Und da, auch so ein awkward Moment für mich. Da muss man ja, ich komm gleich drauf, was auch immer da ein awkward Moment war. Den weißt du noch, ganz bestimmt, dann kommst du gleich wieder drauf. Ein unangenehmer Moment. Du weißt es nicht? Du weißt es. Ja, wir waren ja eigentlich schon durch. Ach so, das! Guck, können wir gleich besprechen. Nee, aber dann musste ja eigentlich, dein Set musste ja beim Soundcheck eigentlich durchspielen, ne? Ja. Was schon ein bisschen komisch ist. Und da war aber, ich weiß von einem, der hat mal das Crowdwork schon in seinem Soundcheck auch durchgespielt. Wow, das weißt ist du? Next Level. Und hat wirklich so gesagt, ja, Berlin, hey! So, wo sind denn eigentlich meine Jungs? Ah, da hinten seid ihr, na? Und so, weißt du? Nein. Singles im Raum? Ja. Na, du bist noch nicht ganz sicher? Ja. Oh. Ernsthaft? Wow. Ja. Das ist krass. Hey, und ich bin einfach so, weißt du, der Loser. Ich bin so wie er, ne? Weißt du? Das sind nicht alle schön. Ich meine, du weißt, wovon ich spreche. Ja. Oh, schöne Gesichter heute. Ja, guck mal, du nicht, aber du. Ja. Nein, wie krass. Das ist krass. Okay. Was hab ich da gerade gehört? Nein. Letztens in Düsseldorf hat jemand zu mir gesagt, nein, nein, hat nie jemand gesagt. Niemand. Gestern kam jemand. Ja, ich bin nach der Show gekommen. Nein, bist du nicht. Wir machen gerade die ganze Comedy kaputt. Eigentlich ist Comedy wirklich viel, entsteht viel auch aus dem, also wirklich aus dem Moment. Und man ist auch oft wirklich mit der Bahn gekommen. Aber es ist immer so geil, wenn jemand anfängt und sagt so, ich bin auch mit der Bahn gekommen. Ja, aber es hat, das muss ich aber auch sagen, das ist halt schon sehr deutschlandspezifisch. Weil ihr, naja, müsst, halt, ihr ja müsst halt immer stundenlang, müsst ihr mit der Bahn, vor allem wenn man in Münster wohnt, ja, muss man stundenlang mit der Bahn von A nach B kessen. Ja, aber das ist ja der Witz ist ja wirklich erst dann, ich finde es ja tatsächlich lustig, wenn, das war jetzt, wo ich auch, musste ich in Basel umsteigen und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich es zu dir gesagt habe oder, nee, das war ja in Basel, sondern war ich auch in Zürich und dann meinte ich so, ja, aber da habe ich nur 5 Minuten Umsteigezeit, soll ich den anderen buchen? Nee. Und dann meinte der so, hey, wieso, du schaffst doch von in 5 Minuten von dem einen Gleis zum anderen? Ich so, ja, aber es sind halt nur 5 Minuten. Ich so, ja und?
So, ja, aber was ist, wenn der andere Verspätung hat? Der so, wie sollten der Verspätung haben? Ich so, hä? Das gibt's bei uns nicht. Also so geil, weil ich hab so richtig geredet und geredet und der hat's einfach nicht gerallt und dachte so, krass, der versteht es nicht, yeah, weil die einfach da ist. Und vorhin, als ich hier angekommen bin, stand da schon eine Bahn und ich dachte so, geil, das ist die Bahn, die davor wäre und die kriege ich jetzt noch. Und da wollte ich dir fast schon schreiben, ich bin übrigens vorher da. Ja. Es war aber einfach die Bahn, die gewartet hat und dann pünktlich losgefahren ist, ey. Naja, auf jeden Fall der awkward moment, den ich hatte, mal, ich habe den immer irgendwie in deiner, ich freue mich auf die Show heute Abend. Ich komme danach zu dir und sag, hey, was war los? Was war los? Das ist auch so, auch ein Klassiker im Backstage, wenn man sagt, wenn jemand gerade auch eine richtig gute Show hat oder vielleicht auch nicht, weiß nicht, sagt man es eigentlich eher, wenn jemand einen guten Auftritt hat oder so ein. Also ich muss so sagen, es war früher, glaube ich, wirklich so ein bisschen dieses Schneiden, so ein bisschen Dissen. Einfach ja, wirklich so sagen, hey, was war los? Ja. Und so wir unter anderem auch bei diesem Quatschding haben es dann so ein bisschen zu unserem eigenen Ding gemacht, das zu sagen, weil wenn jemand super abgerissen hat, dann zu sagen, hey, was war los? Ja, wenigstens du hattest Spaß, ne? Genau. Ja. Was war los? So geil auch dieser Ernst, diesen ernsten Blick, dieses, hey, was war los? Ja. Hey, ist alles cool. Also die hinten haben die Spaß gehabt. Ja, ja, ja. Leute sind super toll. Nee, also ich fand's super lustig. Ey, ich habe hinten Leute, die haben gesagt, hey, meine Freundin hat geschrieben, super lustig. Ja. Aber der Moment, den ich hatte, war halt, wir waren halt in einem fucking, im Finale der Talentspiele, sprich, wir beide haben uns so richtig durchgearbeitet. Ja. Ich bin zwar mal Erster, einmal Dritter geworden, du bist wahrscheinlich auch mal Erster, einmal Zweiter, einmal Erster und einmal Dritter, irgendwas ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube einmal Erster und zweimal Zweiter mit dir, weil ich zwei Shows mit dir hatte, da warst du beide mal Erster. So nämlich. Ja. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Genau, und wir hatten also uns wirklich da durchgearbeitet und waren dann im Finale, da hatten wir erstmal so eine dumme Punz da vor uns. Normalerweise würde ich nicht so despektierlich über Frauen reden, aber wir waren die einzigen Nicht-Berliner. Wir beide plus Junette Arkan. Ja. Und dann kamen die Berliner auf die Bühne und die haben gesagt so... Weil man muss dazu sagen, eben Quatsch Comedy Club in Berlin, Live-Show. Genau, und Finale, ja, ja. Da haben die aber richtig schön... Haben die so ein bisschen Crowd dabei gehabt. Haben die richtig schön Menschen dazu aufgefordert, hey, wenn ihr mal eine Show schauen kommt, dann ist es die. Ja, 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 genau. Weil Publikum Applausometer entscheidet über Sieg oder Niederlage. Und einer von den Gewinnern hatte, von den Finalisten hatte sogar Tickets verlost. So, ne? Die er selber zuerst gekauft hat. Die hat er gekauft und hat sie dann verlost. Ja. So, das dazu. 60 Tickets, glaube ich. Und das Ding passt noch 200 Leute rein. Also es war ziemlich ausgewogenes Publikum. Und das Erste war, dass die quasi Berliner kamen raus, wurden Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und dann ging sie nur zu uns und sagte so, macht euch keine Illusionen. Und ging auf die Bühne und ich dachte so, ey, Alter, leck mich am Arsch. Ich dachte, mir scheißegal, wer gewinnt. Hauptsache nicht die. Das hab ich vergessen, aber du hast mir das letzte Mal erzählt. Wirklich so, wir stehen da hinten und du hörst wirklich draußen, jeder und jede, die rausgeht. Aus Berlin für euch, ja! Und hier kommt er, der Stopp! Und aus der Schweiz! Duell von Mitzenbochler. Danke, Olli. Und das war wirklich so traurig. Aber das Krasse war, dass sie halt vorher sagte, so von wegen so, macht euch keine Illusionen. Und das war so krass. Auf jeden Fall, die Show haben wir gespielt. Show lief, glaube ich, für alle ganz gut. Ja. Yeah. Und dann wir so, ja, und dann haben sie, glaube ich, die ersten rausgewählt. Oder es waren noch drei Finalisten oder zwei Finalisten. Und wir beide sind dann also rauchen gegangen, also ich. Und du hast ja, ich, doch, ich habe auch noch geraucht. Ja, oder wir sind halt, musst du einmal durch die ganzen Katakomben, durch den Quatsch Comedy Club, das ist ja der Friedrichstadtpalast, da sind ja noch diese ganzen Mädels und sowas da und wir gehen raus und so von wegen, ja, hatten ja eh keine Chance. Und dann kam irgendjemand nachgelaufen und sagte so, Joel, du kriegst noch einen Sonderpreis und sowas. Und ich so, okay, dann bin nur ich der einzige Idiot, der halt nicht, also es waren halt, dann haben wir eigentlich gefühlt alle so einen Preis bekommen. Ich nicht. Also dann haben die, weil das war auch wirklich fair, weil du auch wirklich an dem Abend auch, glaube ich, echt gut warst und dann haben die gesagt, es gibt jetzt so ein weil die dann auch gemerkt haben, ey, das ist kacke, wenn wir die ganzen Berliner hier haben. Und da haben die quasi einen Nicht-Berliner-Preis oder sowas. Ehrenpreis. Ehrenpreis. Ja, weil Sonderpreis war dann so. Ja. Ich habe zuerst mal Sonderpreis gesagt. Irgendwo hatte ich eine Show in der Schweiz. Ich so, hey, wie war es im Quatsch? Ich so, ja, aber super. Also, hast du gewonnen? Ich so, ja, ja. Also nicht den normalen, sondern so einen Sonderpreis. Und die so, Kinder, eben noch die so, was wie Sonderpreis. Ich sehe, ja, weißt du, also, ja, ist der geil? Wie sieht der aus? Und ich sehe, also,
Den gibt's nicht so, sondern Thomas Hermanns hat den mir so imaginär also auf der Bühne übergeben. Hat mir das gesagt, hat das ganz ernst gemeint. Und die dann so, ah ja, du hast einen Sonderpreis erhalten. Warte, dann habe ich aber auch noch einen Preis für und dich hier. Thomas Hermanns hat dir ihn imaginär übergeben. Ah, okay. Nee, und dann habe ich aber Preis für dich für die beschissenste Story ever. Bitteschön. Dann habe ich aber zwei Jahre später so habe ich dann wirklich das Q erhalten, ja. Ach echt? Ja, ich habe so einen Q, da steht drauf Ehrenpreis, eben nicht Sonderpreis. Ehrenpreis. Ja, okay. Ja, den habe ich nicht bekommen und das war halt auch sehr unangenehm, weil da kam jemand raus und wir dachten so, okay, alles klar, sollen wir beide nochmal auf die Bühne? Und sagte so, Joel, du kriegst noch einen Preis. Ich so, dann du, ich rauch einfach alleine, dann gib mir dein, ja, gib mir deine Augen, dann rauch ich die. Beide alleine zu Ende. Ja, dann war, glaube ich, ein halbes Jahr später RTL Comedy Grand Prix und den hast du gewonnen. Ja, also, da habe ich dann... Wo ich wohl bemerkt beim Casting war. Ach echt? Für die Staffel, ja. Also es wäre sogar, hätte ja sein können, dass wir zusammen in der Sendung sind. Und siehste, ja, wo war ich da? Ja, so. Weil ich habe natürlich Schweizer Bahnzeiten einberechnet. Und was dachtest du früher? Nee, eben im Gegenteil. Ich dachte, das geht alles pünktlich, ne? Ach so, ja, natürlich, klar. Und kam dann irgendwie 2 Stunden verspätet in Köln an. Und aber Casting hast du noch mitgemacht, oder was? Ja, dann hieß es, ja, wir schieben dich nach hinten. Und dann war ich allerletzter. Oh Gott. Aber ich war wirklich eine Minute dort. Senftöpfchen in Köln. Ja, klar. Eine Minute war ich dort, immer noch außer Atem, weil ich bin vom Bahnhof bin ich noch rübergerannt. Okay. Und so, okay, und jetzt kannst du auf die Bühne. Ne? Und dann sind einfach so ein... Und das war so ein Publikum. Die kriegen... Kriegen 10 Euro, oder ja, das waren 20, das ich glaube so, 20 Euro. Da saßen dann so 20 Leute, yeah. Also man muss sich vorstellen, wie ich in so einem, weiß ich nicht, schlechten Film, da saßen dann so 20 Leute und hinten abgedunkelt saßen dann so Leute vom Fernsehen, so. Ja, ja. Dass sie nicht noch geraucht haben, ja. Und sowas sagen, so, mehr Licht! Und vor allem, es, danke, wir melden uns! Ich weiß noch, wie der Produzent dort, der hat gesagt, ja, und weißt du, ich moderiere das und so, und ich mag den Typen wirklich sehr, ja. Thorsten. Ja. Ja. Und er so, ja, und ich moderiere das dann so. Und ich denke so, ah, cool, ja. Und Thorsten ist ja ein lustiger Typ und so. Ja. Und so, ja, der wird da eine Easy-Mix-Show machen, ne? Und geht ab und zu auf die Bühne und dann sagt er irgendwie so 2, 3 Sätze. Und dann ist eben auch bei dieser Reihe, wo alle hinten sitzen, nimmt er einfach so von der Seite das Mikro. Und jetzt Joel von Mutzenbecher. Und dann kommst du. Ja, es war so schön. Aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen bewusst, weil eben, da musst du halt gucken, wie du das rausholst. Ja, ne? Ja, klar. Das ist ja also dafür sind sie nicht da, dich dann genau. Irgendwie die Leute noch heiß zu machen. Nee, aber es war natürlich auch ein Publikum, was dafür Geld bekommen hat, da zu sitzen. Ja, und die wurden zwischendurch auch noch ausgetauscht, weil die jetzt so hart am Sack waren, weil die sich halt, die haben sich an dem Tag, haben die sich 30, 40, 50 Comedians angeguckt, ja. Die uns alle dieselbe Scheiße erzählt haben, halt so, weißt du so? Und sowas. Und das ist natürlich als Letzter dann auch richtig heftig gewesen. Und ja, Grand Prix ist halt schon lange her. Für mich war es halt irgendwie geil, weil im Nachhinein, man sagte so, war halt schon ein starkes Line-Up eigentlich so am Ende so. Ne? Ja. Also voll. Ne? Und deswegen hat dir auch, behaupte ich jetzt mal, hat dir deine erste Solo-Tour ermöglicht. Ja, auf jeden Fall. Also das war meine erste und meine einzige. ja, ich habe aber auch tatsächlich dann, waren halt mega geile Termine mit auch dabei. Also für mich jetzt, also es war meine allererste Tour. Guck mal, ich hatte das Ding im Sack gehabt, da hatte ich 30 Minuten Material. Ich habe ja gerade mal 1,5 Jahre Comedy gemacht. Yeah. So, ne? So. Und da hatte ich das Solo ja auch noch gar nicht richtig fertig und sowas. Deswegen habe ich das ja nochmal um ein Jahr nach hinten geschoben. Das hatte auch nochmal so ein bisschen, ne, also das, ich weiß zum Beispiel, es war bei dem Gewinner, der vor 2 Jahren davor gewonnen hatte. Der hatte direkt ausverkauft, hatte aber auch kein Solo. Dann haben die abgesagt und das um 2 Jahre verschoben und dann kam ja keine Sau mehr. Also, ja, du musst halt das dann, oder um 1,5 Jahre, du musst ja, die Termine reinhauen, damit die das direkt kaufen. Und da habe ich auch richtig gute Tickets und gute Shows gehabt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt ist auch gut. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt während Corona habe ich gedacht, so, hey, jetzt nochmal ein neues Solo-Programm. Denkst du, ich habe das Gefühl, man muss so teilweise wieder von vorne anfangen. Ich mache nur noch in der Schweiz Comedy jetzt. Ja. Ja. Aber es ist auch einfacher. Der Tim hier vom Charles hat auch gesagt, so, hey, es sind kurze Wege. Ja, gut, für mich nicht. Ja, wenn ich einmal in der Schweiz bin, ja, aber sonst. Ja, natürlich. Also, aber was ist ein kurzer Weg für dich von Münster? Du, in NRW, Münster liegt tatsächlich, das denkt man gar nicht, ich spiele ja ganz viel auch so Nightwatch in NRW, da liegt das mega. Okay. Also ich kann da alles, das ist für euch normal, aber ich kann alles im Auto fahren und man fährt alles, sag ich mal,
So bis 2 Stunden fährt man noch. Was? Ja, viel zu lange. Ja, bevor ich wieder gar nicht aus dem Haus gehe. 2 Stunden, Alter. Da muss ich aber, fliege ich, ey. Da muss ich aber schon ein Hotelzimmer nehmen, ja. Ja, aber genau, das bieten die dir auch an, aber ich mach's halt nicht mehr, weil ich denke, so 2 Stunden? Nee, aber also mache ich wirklich ja eigentlich fast auch nie. So, mittlerweile ist man ist in einem Alter. Aber es kommt wirklich auch drauf an, zum Beispiel jetzt im Arosa, also das ist halt Berge, ne? Das ist schon nochmal ein bisschen eine andere Anreise. Arosa ist super geil. Und sehr. Ich mag das. Also ich bin da früher eine Zeit lang, ich war da ein paar Mal Skifahren als Jugendlicher, halt meine Eltern oder so. Ja. Schon cool. Ja. So. Ich meine, du hast ja auch gespielt, also nicht im Zelt, aber im Restaurant. Genau, ja. Immerhin. Ja, aber du warst da, du kannst es dir reinschreiben. Hey, und die Leute hatten Spaß, ne? Die Leute haben richtig gelacht. Ich hab richtig gelacht. Das ist auch so, wenn der Erste von der Bühne kommt und sagt, das ist richtig scheiße, sagst du so von wegen so, ey Leute, das ist die, also die haben Lust. Die da sind, haben Lust. So. Das war geil. Ich habe mal irgendjemanden, so 20 Minuten habe ich den Bomben sehen. Und das finde ich geil, wenn Leute da rausgehen und sich trotzdem, das irgendwie, der kam gut raus. Gut reden. Nee, aber das war wirklich lustig. Der hat dann 20 Minuten, also komplett gebombt. Also es hat nichts funktioniert. Und da kam raus und sagte so, Kinder, das ist ein Hexenkessel da draußen. Ich finde so, das finde ich geil, wenn es halt nicht, das so an dir abprallt. Ja. Wahrscheinlich prallt es auch nicht an ihm ab. Ja, ja. Aber trotzdem ist es geil, halt mit so einer Brust rauszugehen und sagen, Kinder, das ist Hexenkessel. Das Publikum war halt auch jetzt nicht so sein, so. Ja. Aber das finde ich halt irgendwie ganz geil. Also ich hatte mal eine Show, da hat er wirklich auch so 15 Minuten super gebombt und dann gesagt, hey, ich hab sie richtig warm gemacht für euch. Ja, die sind deine Teppichs ausgerollt. Ja. Kann losgehen. Das sind das, wie die Leute sagen, so wegen so, du mach dich keine, ich mach so 10, 15, mach ich. Dann sagt er so, ja, egal wie Fisch ihr seid, Helene ist Fischer. Hier ist der. Yeah. Nee, oder, ich mach so, wie lange machst du? Ich mach so 10, 15, 15. Und dann geht er raus und fängt so an, so, wie heißt du? Daniel, hi, was arbeitest du? Ja, ich arbeite am Bau. Ah, am Bau? Ja. Ja, cool. Schön. So, jetzt kommt der Erste. Und dann sagt er so, hab ich zu krass geroastet gerade? Ich muss weniger mit den Leuten machen, Leute. Da vergesse ich immer die Zeit. Nee, oder weißt du, so was Vorbereitetes, das dann eben nicht funktioniert. Und dann bist du gleich so, und hier kommt der, ne? Er ist der Künstler. Ja, also zum Lehrer hat er einen Gag und zu Maschinenbau hat er einen Gag, von wegen hier Karohemd und Maschinenbau, Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Ja, ja. Ja, weißt du, so, aber sonst nichts. Aber ich hab mal in London, im Comedy Store, habe ich mal einen gesehen, der hat gehostet. Und dann macht er halt eben so Crowdwork und der könnte wirklich, klar, eben alles halt schon x-mal und mit weiß nicht wie viel 100 Shows erarbeitet, aber der konnte wirklich fragen, woher bist du und ist auch eine international Crowd, ne? Ja. Dann funktioniert das super und dann verbindest du den Franzosen mit der Deutschen und da 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 da. Und das ist schon eine hohe Kunst, finde ich. Ja, super geil. Ne? Das geht so 10, 15 Minuten und dann kommt er irgendwann und sagt so, where are you from? Und dann sagt sie, Latvia. Und er so, Latvia. I have nothing. Und dann ist er, eigentlich war das der größte Lacher von allen, weißt du, weil du wusstest, der hat jetzt wirklich, der kann dir zu 150 Ländern, kann dir da was runterballen, ja, aber Latvia. I have nothing. Das ist gut. Ja. Es ist lustig und ehrlich. Genau. Und dann geht's auch wieder, weißt du? Aber wenn du anfängst mit, hey, woher kommst du? Es ist aber auch so traurig. Ich habe das ja auch manchmal, dass du sagst, so, ich habe gerade so einen richtig guten Run und dann frage ich noch irgendeinen was und merkst so, ich habe keine Idee. Aber ich habe eigentlich gerade einen guten Run, denkst du, so, und die denken so, okay, jetzt kommt ein richtig guter Gag, genau. Und denkst so. So, und dann kommt eben der Teufelskreis, weil dann willst du das nochmal rausholen und. Das ist ja wie bei dieser Mami, wie guckst du denn? Ja, ich muss irgend so einen schlechten Scheiß dann machen, so wegen, die Stufe gewesen, kennt ihr das? So, und dann auf einmal so, ja, noch ein bisschen was zu mir, dann einfach noch so 2 Bits hinten hinterher. So schlecht. So, wir freuen uns, dass wir auch wieder spielen dürfen. Lockdown war ja auch für uns alle hart, oder? Denkst du so, hä? Ich hab grad gedacht, dass ich aus Latvia komme. Sag was dazu. So, weißt du? Oh mein Gott. Oh. So, was haben wir? Eine Stunde? 17. Stunde 70. Ich weiß ja nicht, wie lange. Ich hab das ja. Also ich höre da jede Folge, habe ich bisher mir angeguckt. ich war, ey, ohne Scheiß, du hast gesagt, wir lassen noch einen Podcast machen. Ich dachte so, ja, selbstverständlich. Ich wusste nicht, wie lange die sonst gehen. Wie lange gehen die denn sonst? Ja, ist langsam auch gut, ne? Nee, aber sag doch mal, nur damit ich weiß, ob ich jetzt schlecht bin oder gut bin. Nee, ohne Scheiß, wir sind ziemlich genau in der Mitte. Also es ist so, ziemlich genau in der Mitte. Normalerweise, also weißt du, es geht jetzt auch noch ein bisschen. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, so, das war's. Ja, sondern, das war's von mir schon.
Ja. Also mehr als eine Stunde ist es immer. Ja. Ja. Aber so mehr als eineinhalb ist mittlerweile auch nicht mehr. Hm. Du willst mir einfach nur ein gutes Gefühl jetzt geben, ne? Ja klar, es ist ja der Feelgood-Podcast. Ah, das ist der Feelgood. Ja, das weiß ich doch. Ja, eben, weißt du ja. Ne? Aber das hast du jetzt gar nicht, das hast du keinmal erwähnt, von wegen, du hast ja keinmal so von wegen, und nee, du machst du immer so eine Anmoderation. Aber eben, das kommt jetzt zum Schluss. Ah, okay. Nämlich, was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich hätte mich echt vorbereiten müssen, ne? Ah. Nee, das ist eben gut, weil da kann zum Teil noch ganz viel entstehen. So. Weil du bist ja für mich jetzt auch so. Um mich eben, wirklich du, gut zu fühlen. Du bist gut drauf. Ich bin richtig gut drauf. So, und das ist ja auch ein bisschen so unser Running Gag, ne? Ja, ja. Ja, bist du gut drauf? Ich bin gut drauf. Ja. Ja. Und du bist aber wirklich auch sehr oft gut drauf. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist ja viel auch, nicht viel, aber das war sicher auch mal Arbeit. Nein. Nein? Bist du immer so? Ja. Ich war ja auch Animateur mal eine Zeit lang, klar. Ja. Logisch, bei Robinson. Wo? Bei Robinson. Ja, wo? In Portugal und auf Mallorca. Ah, wer hätte es gedacht, ne? Auf Mallorca. Ja, das ist jetzt das Klischee, aber da ist natürlich, das ist eine volle schöne Bucht und sowas. Das ist ganz abgelegen und sowas, aber kannst du trotzdem richtig krass saufen. Nein, aber das ist, glaube ich, das ist so eine Sache, das ist ja auch so, wo die sagen, so, da bist du ja eigentlich auch immer gut drauf. So, ja. Und hast aber die ganze Nacht durchgezecht und keine Ahnung was, bist eigentlich nicht gut drauf, aber ich kann das nicht, das ist keine Gabe, sondern ich habe das so einfach in mir, dass ich sag so, an sich habe ich eigentlich immer, wenn, also zum Beispiel, ich bin auch so ein krasses wetteraffiner Typ und wenn ich zum Beispiel auf Mallorca oder Portugal gearbeitet habe, ich bin da rausgegangen, es war einfach 20, 25 Grad, war ich gut drauf. So, ja. Ich war einfach dann gut drauf. Mhm. So, oder ich habe ja Morningshow im Radio gemacht, hast du mal Morningshow gemacht? Ja, aber nicht viel. Schwer, finde ich, also aber da auch da, sobald ich dann quasi da war, hatte ich auch Bock, weil ich, also wir sehen uns ja aber auch immer nur in Zusammenhängen, wo ich auch voll Bock drauf habe halt, ne? Also es ist dann Comedy, so das ist dann, oder wenn ich Radio gemacht habe oder Animation oder sowas, das sind Sachen, wo ich wirklich Bock habe halt. Ja. Und dann bin ich eigentlich von Natur aus einfach, habe ich dann irgendwie Bock. Ja. So, und ich habe dann auch irgendwie Spaß an den Sachen und verstehe auch, also ich habe das auch beim Radio oder sowas, wenn Leute sagen, so Leute, die dann so das hassen, ich sag so, ey, das ist für mich ist das totales Privileg, was wir tun. Mhm. So, wir bringen Leute zum Lachen bei auf der Bühne oder wir bringen Leute vielleicht zum Lachen, wenn sie im Auto sitzen oder bringen den unterhalten die irgendwie auf einer Sache, wo ich sag so, das ist ein Privileg. So, das ist wo ich sag so, es gibt viel viel schlimmere Sachen und dann denke ich so, dann verpiss dich. Also wenn du das nicht zu schätzen weißt, das verstehe ich dann irgendwie nicht, wie man halt mit so einer Fresse durch die Gegend laufen kann, wenn man Comedian ist oder wenn man Radio macht. So. Ja. Ne? Auch bei Fernsehen ist es ja auch so, aber das sind ja auch alles so durchgenugelte Leute teilweise, irgendwie, die dann 100 Jahre irgendwie das Gleiche machen. Klar, das hast du beim Radio auch und wir machen in der Comedy auch oft das, auch oft irgendwie das Gleiche. Aber es ist trotzdem immer anders. Ja, aber es ist irgendwie immer, habe ich jetzt neue Leute irgendwie im Backstage, mit denen ich dann irgendwie rumhängen kann, wo eigentlich eine gute Zeit ist, aber dieses, wo alles, wenn dann alle so sitzen und sagen so, ich habe irgendwie keine, das verstehe ich nicht. Ja. Klar, ich habe auch Abende, wo ich mehr oder weniger Lust habe, so auf die Show. Mhm. Ne? Aber an sich gibt es nichts, was ich jetzt brauche, um mich irgendwie, wo mich, also ich glaube, wenn die Laune nicht da ist, ist die nicht da. Ich kann gar nichts machen, glaube ich. Mhm. Also das habe ich irgendwie. Und wenn ich, aber um mich richtig gut zu fühlen, bin ich, glaube ich, so richtig so, ich finde, ich bin tatsächlich so Spa-Dinger. Oder, um mich richtig gut zu fühlen, gehe ich in den Freizeitpark. Habt ihr eigentlich Freizeitparks hier? Ja, wir haben das Connyland. Connyland, ist, wir haben so Conny-Bücher. Conny lernt schreiben. Zeig mal das Connyland. Conny treibt ab. Also du. Also du bist ja Europa-Park gewöhnt, ne? Europa-Park oder Phantasialand? Phantasialand zahlst du auch. Ich wollte sagen, super teuer, aber das ist ja völlig falsches Thema jetzt hier. So, aber warte mal. Was ist das? Wir zahlen ja hier im Parkhaus, wo wir auch übrigens gerade stehen, so viel wie wir jetzt. Zeig mal das Bild. Kriegst du die Jahreskarte im Phantasialand für? Zeig mal das Bild vom Connyland. Also, dass du das Ganze siehst. Oh, guck mal, das ist mit Animation. Guck mal, sowas habe ich früher gemacht hier. Ja. So, machen wir Images. Ja, die sind natürlich super. Guck. Also, du musst dir etwa die Größe vorstellen von einem Fußballfeld. Ja. So. Sonst hätten sie es auch nicht Connyland, glaube ich. Ja, eben. Sonst hätten sie gesagt, weiß ich nicht. Super irritierend. Direkt daneben ein Golfplatz. Und wenn du irgendwie, manchmal, wenn die zu weit schlagen oder sowas, sagen die, ist es hier der Actionpark mit. Ich war auf der anderen Seite, ich war da Golf spielen und dann bist du. Ein Golfer? Ja, ganz schlecht. Ja. Super schlecht, ja. Und ich sag natürlich nur wegen dem Connyland. Ja, ja. Weil da ist eben dieser kleine Freifallturm und du versuchst dich zu konzentrieren, da hast du gesagt.
Und Fun Fact, Sebastian Vettel wohnt eigentlich direkt daneben. Ja. Im Condiland, das ist ja genau. Direkt neben dem Condiland, ohne Scheiß, ja. Echt? Ja. Das ist ja auch so ein Schweizer, die wohnen ja alle in der Schweiz. Ja, natürlich. Michael Schumacher, Vettel, gut, der macht jetzt nicht mehr so viel jetzt, aber... Ja, er wohnt dort. Denke ich mal, dass der noch da, also... Ja. Ja, also Condiland, aber sonst haben wir nicht wirklich was. Haben wir noch etwas? Aber man muss mal sagen, also da ist der Golfplatz, dann ist das schon so ein armer Golfplatz, weil ich habe ja zum Beispiel... Nee, das ist ein super reicher Golfplatz. Das kann ich aber nicht nachvollziehen. Da habe ich so viel Geld ausgegeben, für das ich scheiße gespielt habe. Aber ich habe ja zum Beispiel mal, wie gesagt, in Portugal gearbeitet, in einem Robinson-Club. Und der war quasi innerhalb eines Golfplatzes. Sprich, das Publikum war auch eher so golflastig, also genau mein Ding. Und da gab es auch immer so dann die Poolansage. Das ist ja nicht, das ist ja auch nicht immer dieses Hey, ho, sondern es ist ho, hey. sondern es ist, es ist so, von wegen, ey Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr genießt den Tag. Heute um 15 Uhr, wenn ihr Bock habt, geht ihr mit dem Joel zum Volleyball, wenn ihr 16, ne? So, also eigentlich normal. Und klar, hast du hier und da so ein paar Gags gemacht oder sowas. Aber irgendwann kam dann so der Entertainment-Chef dann zu mir und sagte so, Daniel, du musst ein bisschen aufpassen. Wir haben eine Beschwerde von Loch 9 bekommen. Ja, geht um deine Poolansage. Beim ersten Mal hätte ich nicht gesagt, aber es war jetzt zweimal bei Loch 9. Und da musst du ein bisschen aufpassen. Ne? Da habe ich gedacht, so, okay, alles klar. Und deswegen wundert es mich, dass jemand sagt, ah, okay, wir lassen uns einen Golfplatz bauen. Was haben wir hier? Wir haben einmal das Sägewerk und Conny Eil. Ja, perfekt. Lass uns da genau da. Aber es ist, also ich glaube, deshalb wohnt auch Vettel dort, weil es ist eigentlich ein Gebiet, da ist nicht viel. Hm. Ne? Da hast du halt wirklich Platz. Ja. Und das ist in der Schweiz genau, schon eher selten. Das kann er nicht so gut. Ja, das ist gut für ihn. Das ist natürlich in der Schweiz schon eher selten, dass du viel Platz noch hast. So, ne? Und deshalb hat sich das da, glaube ich, ein bisschen so zusammengestellt. Und wie wohnt so ein Sebastian Vettel? Das weiß ich nicht. Aber dass du einen Golfplatz hast und dass du ein Connyland hast und dass du halt irgendwie... Vettelland, Connyland. Vettelland. Ja. Bei beiden ist nicht so viel los. Ja, okay. Deshalb, also... Aber Freizeitparks zum Beispiel bringen mir immer meistens Spaß. Habe ich ganz lange mit meiner Mutter tatsächlich gemacht und dann bis zu einem gewissen Punkt, als wir dann diese Fotos, meine Mutter ist natürlich älter geworden und dann gab es immer die Fotos. Und meine Mutter sah auf diesem Foto, also es war der Tod, dieses Foto. Sie war, also sie meinte selber, ich bin tot auf diesem Foto. Ich bin einfach tot. So, in ihrem Gesicht ist einfach nichts mehr gewesen und seitdem trauen wir uns nicht mehr zusammen dahin, weil wir dann denken, dass sie irgendwann wirklich stirbt da drin. Deswegen muss ich jetzt mit anderen Leuten machen. Aber wenn ich, das zum Beispiel finde ich immer noch wahnsinnig entspannend. Ich hatte zum Beispiel, als ich mal im Radio gearbeitet habe, haben wir auch mal, das war sehr Personality, dieses Big FM, wo ich damals war, im Süden von Deutschland. Und da haben wir dann so, da hatte der mich vorher gefragt, so von wegen, als ich da angefangen habe, was ist so dein Traum? Da habe ich so mal gesagt, so, boah, ich würde am liebsten gerne mal so einen Freizeitpark alleine haben. Mhm. Das haben wir dann gemacht mit so 10 Hörern und hatten die ganze Nacht den Europapark für uns alleine. Mhm. Ey, das sind so Sachen, die mich richtig glücklich machen. Und ich war letztens bei einer Massage, ich finde tatsächlich Massage, und ich finde Spa auch als Mann, kann man sagen, ich gehe nicht in die Sauna. Nicht? Nein, ich hasse nackte Menschen. Ah, ich würde am liebsten in die Sauna ohne Menschen. Ja, ich finde Sauna in Ordnung. Ja, an sich gut. Sauna das Geilste. An sich mag ich das. Ich liebe es auch. So, aber auch nicht so richtig heiß. Muss nur sehr warm sein. Nein, richtig heiß. Richtig heiß, 3 Gänge. So. Aber normalerweise sagst du so, boah, schwitzen ist jetzt auch nicht, das ist geil. Aber da gehst du rein, sagst, geil. Und dann gehe ich danach in so ein kaltes Becken und sage, Weltklasse. Hammer. Nee, aber danach geht es mir wirklich, es geht mir so gut. Ja, echt? Ja. Ich habe das Gefühl, ich werde danach immer krank. Nach Sauna werde ich krank und nach Burger King. Siehst du, dann machst du das zu wenig. Gut, musst du aber auch nicht kombinieren, ne? Nein, Burger King ist wirklich, wenn du sagst, so ein Double Whopper in der Sauna ist keine gute Idee. Das entzieht dir die Lebensenergie. Das machst du aber meistens nur nach dem Suff. Aber ich glaube seit 10 Jahren oder so habe ich nicht mehr Burger King gegessen, weil bei mir war es so, ich habe wirklich... Während dem Essen gedacht, meine Arterien verstopfen sich. So, ne? Ich habe es richtig gespürt. Es war auch so. Ja, eben. Mhm. Und habe ich aber bei McDonald's nicht, obwohl wahrscheinlich der Effekt derselbe ist, aber ja. McDonald's ist für mich so, das geht runter. Aber sonst Sauna oder sowas, also wie gesagt, so Spa-Bereiche mag ich voll gerne. Was es in Deutschland gibt, ist das mittlerweile, und das war bei Corona ganz geil. FKK. Auch ganz schlimm, ganz schlimm. Du kannst kleine Boxen mieten, also wie so eine Suite. Das heißt so My Wellness, ohne jetzt da groß Werbung zu machen, aber ist ganz geil. Weil gerade bei Corona hast du eigentlich nichts gemacht beim Lockdown und so. Und da hast du dann so einen eigenen Whirlpool, hast du eine eigene Sauna, hast du einen eigenen Massagebereich, hast du so eine eigene, eigentlich ganz geil. Ist ein bisschen, kommst rein, denkst, es ist ein Puff, ne? Denkst erstmal, gut. Bis vor Corona war es vielleicht nein, auch Nein, aber Puff, es ist halt ganz geil. Und aber das Problem ist, es gehen halt nur Pärchen rein. Ja. Und ich. Warum sind auf einmal so Löcher in diesen Dingern drin? Und dann denkst du so,
Die sind so tief, die Löcher. Warum muss man da so unten reingucken? Kuckuck. 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 Und genau. Aber das Problem ist, du kommst raus und siehst diese anderen Pärchen und, du, und jeder guckt sich an und denkt, ihr habt auch gefickt, ne? Das ist so, weil du, jeder geht nur mit, es gehen nur Pärchen da rein. Oh, nur, und du guckst dir in die Augen und weißt so, ich weiß ganz genau, was ihr getan habt. Und wenn ihr es nicht getan habt, dann ist die Beziehung auch schon vorbei. Und wer da keinen Sex dann, hat, dann, dann, nein. Und ich war letztens zum Beispiel, ist mir das erste Mal passiert, dass ich dachte so, ich hab so, man ist ja auch in einem Alter langsam, wo man zwar immer noch Schnaps auf seiner Brust stehen hat, aber sich beim Hochheben von irgendwas den Rücken verzieht. Mhm. So, dann hab ich gesagt, ich gehe zu einer Massage. So, bin ich mit meiner Partnerin zu einer Massage gegangen. Wir dachten so, ey, wir müssen ganz spontan was irgendwas finden. So, ah, wir nehmen die erste und die hieß da wirklich so Xing Lang und mhm. so. Also wirklich so, ne? Also ist kein so Rassismus-Ding, sondern einfach die hieß so. Und dann die so, ja, wir wollen so Partnermassage. Na, das machen wir nicht so. Und sie gehen in den Raum und die gehen in den Raum. Ich so, ah, okay, weiter auseinander gehen's nicht. Okay, ja, egal, gut, ne? Und dann, ey, die Massage war Hammer, so, ne? Aber es war wirklich so Ganzkörper. Und sie drückt auch schon so die ganze Zeit auf meinen Arsch, so, ne? Und der hatte von hinten so, und sie war mit dem Daumen so, also bei den Beinen, also ich dachte so, das ist ganz schön nah. Ja? Und die drückt sich die ganze Zeit auf meinen Arsch. Ich dachte, warum drückt sie die ganze Zeit auf meinen Arsch? Und dann habe ich gedacht, ah, alles klar, weil die denkt natürlich, weil du weißt ja, wenn du auf dem Bauch liegst als Mann, mhm, so, und wenn der dann die ganze Zeit Druck natürlich dann noch aufsrüßt, und dann sagt sie so, ja, umdrehen, so. Aber war bei mir, weil ich die ganze Zeit drüber nachgedacht hatte, glaube ich, konnte sich da nichts entwickeln, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf dachte so, ich glaube, die will irgendwie, dass ich horny werde. Und dann drehte sie sich um und sagte so, ah, hier. Finish. Und so was sagt, ich dachte, ey, das ist krass, wenn man das wirklich mal erlebt. Ja. So, und dann sagte ich so, und dann hatte sie gesagt, die Massage kostet nur für euch. Du denkst wahrscheinlich, Alter, Wahnsinn. 40 Euro hat die nur gekostet, die Massage. Geil. Ja, Ganzkörper, ja. Stunde. Ja. Ja, und dann sagte sie, 20 Euro noch Happy End. Und dann, mein erster Gedanke war nicht so, so hatte sie noch alle, sondern so, das ist echt günstig. Wenn ich schon mal da bin. Nee, und dann hat die halt gesagt, so wegen hier, die 60er, aber du 20. Ja. Das ist wirklich fair. So. Und dann habe ich halt gedacht, so ey, jetzt weiß ich auch, warum die natürlich nicht wollte, dass ich in ein Nachbarzimmer bin. So meiner Partnerin. Ja, ich weiß es nicht. Aber hat mich dann, war dann aber auch okay, dass ich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Ja. War dann auch okay. Und als wir rausgingen, klapste sie meiner Partnerin auf den Hintern. Und so nach dem Motto so, guter Junge. Also so nach, ja, ah. Und sie meinte, sie kam so raus, jetzt so, die so, hey, die hat mir gerade auf den Arsch gehauen. Was meinst du, das war der Test von deiner Freundin? Also ich bin ja so typisch, ich kann ja nicht so viel für mich behalten, wenn du so, also solche Geschichten. Und wir waren noch nicht richtig auf der Straße angekommen und sie sagt so, oh, die hat mir so auf den Hintern gehauen, aber komisch, ne? Aber war eine komische Massage und ich direkt so, die wollte mich runterholen! So. Ja eben, aber deshalb sage ich ja, vielleicht war das der Test, das war schon so. Ah, so ein Treuetest. Ja, also. Das war schon bewusst so geplant, also gehen wir mal in die Massage und da wird er getestet. Und wenn das bestanden ist, gibt es einen Klaps auf den Hintern. Ah, lief gut. Ah, das war das Zeichen. Das war das Zeichen. Ach. Hey, alles gut. Ja, krass. Ja, nee. Ah, ja, nee, kann natürlich sein. Aber das Problem ist, dass die Massage an sich super gut war. Ja. Yeah. Und die bei mir direkt ums Eck ist. Ja. Und ich jetzt manchmal denke so, und ich habe das natürlich allen Freunden erzählt, ja, ne, weil ich natürlich so das wahnsinnig lustig finde. Und auch die alle sagen, ja, ist echt günstig, 60 Euro, ne? Alle sagen es. Und auf der Homepage geguckt, da steht auf der Homepage, auf der war ich gar nicht drauf, sondern meine Freundin, und dann stand da wirklich drauf, so kein Erotik, ganz dick drauf, kein Erotik. Da dachte ich so, ey, das ist echt, das ist ein Indiz, wenn irgendwo keine Erotik steht, kriegst du richtig eingeschrubbert. aber ich habe halt dann, das Problem ist jetzt, dass Code, ich halt, dass es bei mir direkt um die Ecke ist, der Code, geben Sie den Code kein Erotik ein, wenn sie noch eingeschubbert haben wollen. Nein, und dann habe ich gedacht so, das Problem ist, dass es bei mir direkt um die Ecke ist und ich habe das jetzt allen erzählt und ich die Massage aber wirklich gut war und ich jetzt manchmal dachte so, ey, 40 Euro ist voll fair für eine Massage und manchmal denke ich so, ich habe es noch irgendwie so am Rücken, ich würde mich jetzt gerne noch mal so eine Runde massieren lassen, aber ich kann natürlich jetzt nicht mehr da reingehen und ich stehe vor mir, sieht jemand, würde sagen, muss alle Belege behalten, sag, ja, guck hier, 40 Euro, 40 Euro. Das ist der Laden, die Belege ausgedruckt hat, Alter. Das glaubst du doch nicht. Nee. Also. Ah, so, ja. jetzt müssen wir wirklich aufhören. Nee, ich finde mal mit Happy End. Es ist ein Happy End. Absolut. Meine Damen, mit Podcast Happy End mit Happy End. Ja. Vielen Dank. Alles Liebe. Wir sehen uns nachher bei der Show. Ich danke dir. Das ist jetzt aber sehr schnell. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ja. Müssen aufhören. Ja? Ja. Ja, du hast mir vorhin echt ein Gewissen gegeben. Das muss ich dir noch erzählen, wie ich fast, also die Story stimmt überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich.
Beste ja, Story und überhaupt. Dann bin ich noch, und dann bin ich noch geflogen und dann war ich also hier, da ist noch das und das passiert. Und die Stewardess meinte zu mir so, sie sehen aber ganz schön gut aus. Sehen Sie der Staub aus dem Fernsehen mit dem Handshake mit Olli Geissner? Gehabt? Nein. Aber ich gebe dir jetzt einen Handshake. Achtung, ja. So, ne. Doch. Ich dachte, die Stewardess. Weißt du? Ah, nein, okay. Ja, egal. Hast du mal, bist du im High Mile Club? Nee. Ich aber. Dankeschön. Das war's mit dir selber zählt. Ja, ach so, scheiße. Das hab ich, auch, ich weiß nicht, was, wie das war, aber ich hatte ganz die Diskussion, ich hatte letztens eine Diskussion. Egal. So, das war's. Das ist praktisch, das ist gut an den Zügen in der Schweiz, dass sie wirklich pünktlich sind. Sprich, wenn du horny in den Zug einsteigst, dann ist der auch da. Ja. Viel Erfolg, alles ja. Liebe. Ey, bis Dankeschön. Bald mal. Ja. Danke, Christoph. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Kapitel Bra oder was?